Sag nochmal. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Schöne Begrüßung. Sympathisch, Frank. Hallo Nachbarn. Ach ja, letztes Mal habe ich mich ja so bedankt bei unseren ganzen Zuhörern und Teilern und dass sie uns so auf Social Media so fleißig begleiten. Und ich bin die letzten zwei Wochen zu gar nichts gekommen. Das geht mir ähnlich. Also wenn wir hier erscheinen am Freitag, dann werde ich es wahrscheinlich auch immer noch nicht geschafft haben. Aber ich kündige es jetzt trotzdem nochmal an, was alles passiert ist, weil es ist ja ein bisschen was passiert. Wir haben nämlich immer noch Marios tolle Taschen und den Goalball, genau, die wir noch verlosen wollen. Die jetzt noch mehr wert ist, weil sie ja was gewonnen haben, ne? Absolut. In der Goalball Toto Cup Sieger, nee, Toto nicht, aber. Drei Europameister im Team. Und im Grand Prix Dritter geworden mit der U23. Tolles Turnier gewesen. Ich war dabei, ich habe den Livestream gemacht. Ich glaube, der war ganz okay. Falls ihr zugeguckt habt, könnt ihr ja mal sagen, ob ihr den gut fandet oder nicht. Ich fand ihn gut. Frank wollte eigentlich auch kommen. Das war die Stimme der Halle, aber er hat an dem Wochenende versagt. Die konnte nicht so. Passiert mal, ne? Hast bestimmt zu viel Dortmund geguckt und gejubelt, weil die gegen Leipzig gewonnen haben. Auch das. Ja. Das war der erste Teil der Dosenwoche. Apropos Dose. Ja. Wir sind ja nicht so Dosenfans. Wir trinken lieber aus der Flasche oder aus dem Glas. Genau. Und haben uns für die Werbung heute ein bisschen was überlegt, ne? Genau. Und zwar, Deutsch kann jeder. Bitteschön. Este Podcast está presentado por la cerveza Rostocker Pilz. De aquí, de la costa, que está muy rico. Das war? Que pruébala. Spanisch. Das war Spanisch. Und jetzt für alle, die es nicht wissen. Ja, und warum das Spanisch war, erklären wir auch gleich. Genau. Und was heißt das auf Deutsch? Also die heutige Folge des Podcastes Backstage HRO wird ihm präsentiert von der hanseatischen Brauerei Rostock. Ja, Rostocker Pilz, ein echtes Kind der Küste. Da stoßen wir mit unserem Gast auch gleich schon mal an. Genau. Ich bin diesmal raus, Alex. Sorry, aber ich muss einen Tee trinken. Also ihr habt das kühle Blonde, ich habe den Tee. Der ist auch blond, aber heiß. Ja, Alex wird uns das verzeihen, wenn ich mal kein Bier trinke, ist nicht schlimm. Ja, muss man, geht auch mal. Dafür trinken wir heute eins mehr. Siehste. Aber bei Echtes Kind der Küste freue ich mich jedes Mal, wenn wieder einen erwischt, ne? Echtes Kind von hier. Und Alex, wie gesagt, du bist noch nicht raus aus der Nummer, du sitzt hier irgendwann noch bei uns. Genau, wir kriegen dich. Ansonsten, wir freuen uns auf unseren Gast. Wir können schon mal sagen, das ist ein bisschen spontan heute entstanden, aber auch darauf werden wir gleich thematisch nochmal eingehen, weil unser Gast hat nämlich auch, habe ich schon gerade gehört, eine schöne Geschichte, eine andere schöne Geschichte zum Thema spontan. Die will ich gleich genauer hören. Und ansonsten? Ich würde mal die Mehrzahl nehmen. Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger und der hat viele Geschichten. Schön. Auf Lager und wenn es länger dauert, spannt euch an. Die Hürde liegt bei 1 Stunde 45. Ja, wenn es danach geht, machen wir eine Doppelfolge draus. Aber alles gut. Ich freue mich und du darfst ihn gleich nach unserem Jingle anmoderieren. Hallo und herzlich willkommen zum besten Podcast aller Zeiten, zumindest zum besten, den Frank und ich thematisch begleiten. Herzlich willkommen zu Backstage HRO. Ja, wunderbar, das klappt doch. Ja, und wir haben einen tollen Gast heute wieder. Hat er eigentlich was mit Sport zu tun? Auch. Die Leute beschweren sich ja immer, dass wir zu viel Fußball haben. Echt, immer ist Fußball und immer ist Sport drin. Ne? Aber also es liegt vielleicht auch einfach, liegt auch an uns beiden, glaube ich. Also ich, Kreisliga-Legende. Fängt ja wieder an. Ich habe gar nichts gespielt. Schiedsrichter. Ich bin Schiedsrichter, genau. Ja, du pfeifst so Typen wie mich zurück. Aha. Ja, oder auch nicht. Deswegen da fällt mir gerade ein, mein Lieblingsspruch ist von einem ganz bekannten Schiri. Alle wissen, wen ich meine. Kommen Sie her, gehen Sie weg. Das ist die nächste Schiedsrichter-Legende. Wir sind uns auf dem Flur einig geworden, wir beide, ich und Patrick. Den holen wir uns her. Oder Patrick und ich. Patrick und ich, der Esel immer zum Schluss. Den holen wir uns her. Ja, unbedingt. Das ist jemand, der hat eine Menge zu erzählen. Oh ja.
Ne? Wenn ihr wisst, um wen es geht, schreibt es in die Shownotes. Nee, das machen wir. Wir schreiben, also wir schreiben die schreiben in die Kommentare, ja. Ihr schreibt in die Kommentare, Entschuldigung. So, und bevor wir uns jetzt hier ganz Folge Nullmäßig vergaloppieren, begrüßen wir unseren Gast. Frank, du kennst ihn schon ein bisschen länger. Genau. Ich überlasse dir die Ehre. Ach so. Des. Ja, unser, wen haben wir denn heute hier? Unser heutiger Gast steht unter dem Motto spontan. Wunderbar. Und wir begrüßen recht, recht herzlich. Ich freue mich, dass er kann und er ist mega vorbereitet. Das heißt, er hat sich echt Mühe gegeben. Mehr als ich auf jeden Fall. Ja, genau. Jens Nagel, hallo. Hallo. Grüße dich. Danke. So, jetzt wieder rot. Für die tolle Intro. Wenn er nicht so braun gebrannt wäre, würde er jetzt rot werden. Hat das auch schon was mit dem spanischen Intro zu tun? Das braun gebrannt sein. Ja. Kommst du gerade von irgendwo? Beziehungsweise eigentlich ist es ja im Moment relativ schwierig, ne? So durch die Welt zu reisen. Ja, denkt man so, ne? Aber ich habe es trotzdem geschafft und gemacht sozusagen, ja, und kommen an sich gerade aus Panama zurück. Ja, also ich meine, einige da wird Spanisch auch gesprochen. Einige also kommen aus Parchim oder aus Anklam und unser Gast kommt aus Panama. Was, ich glaub, was? Manchmal ist es vielleicht sogar schwieriger, nach Parchim zu kommen als nach Panama. Weil das stimmt. Du bist, glaube ich, mehr kontrolliert. Gibt es zumindest keine A20, ne, auf Uber, die man rüber muss, wenn man nach Panama will. Geil. Wo kontrolliert wird wahrscheinlich. Ja, und wo man über irgendwelche Löcher fahren muss, weil Brücken kaputt sind und so. Aha. Krass, nee, also schön. Also, was, macht man, was machst du in Panama oder hast du gemacht? Ja, nix. Nix, auch nicht schlecht. Einfach Punkt. Geradeaus, ja, Punkt. Nicht viel drüber nachgedacht sozusagen. Einfach los, geradeaus. Und was passiert einem dann so auf dem Weg, wenn man einfach, also wie lange warst du da? Also ich habe ja an sich in Mexiko angefangen. Aha. Das war damals ja im Ende Oktober das somit das einzige Land, was offen noch war. Ohne sage ich mal, Einreisebeschränkung. Und bin dann nach Kolumbien und am Schluss dann nach Panama sozusagen. Also man muss dazu sagen, Jens ist jemand, der ist so wie so ein Zugvogel. Also sobald es kalt wird, ist er weg. Da ist er irgendwo in der Wärme. Und wenn die Sonne wieder nach Rostock kommt, steht er wieder vor der Tür. Ja. Freue ich mich immer, Sonne, wenn ich ihn sehe. Ja. Nee, aber erzähl. Ich wollte dich jetzt nicht nur so. Ich nee, mehr gibt es da an sich auch nicht. Also ich mache das halt öfters, auch im Winter dann. Einfach mal los. Und meistens ist es wirklich irgendwie in die Sonne. Aber du liegst da ja bestimmt nicht den ganzen Tag am Strand. Nee, so ein richtiger Strandtyp in dem Sinne, dass ich halt mich in die Sonne lege, bin ich auch nicht unbedingt. Mache ich auch. Aber ja, meistens ist es wirklich irgendwie am Strand, den Strand entlang sozusagen. Mit Fotoapparat oder dann ohne? Dieses Mal. Du bist ja Fotograf. Ja. Das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Also Fotos mache ich auch immer noch gerne und nebenbei. Aber mittlerweile, also diese Reise, habe ich meine Kamera nicht mitgehabt, weil die Handys ja heutzutage auch so gut sind. Also für unsere, sag ich mal, unsere Instagram-Fotos und überhaupt find ich, sind die sehr, sehr gut. Aber meine Drohne habe ich mitgenommen diesmal. Mhm. Oder ich habe jetzt seit neuestem dann, oder für diese Reise habe ich mir eine Drohne zugelegt, damit ich wenigstens was habe, so ein bisschen fotomäßig. Da muss ich jetzt natürlich mal eine total fachmännische Frage stellen. Wie sieht denn das mit den Rechten und so weiter in den anderen Ländern aus? Ich wollte nämlich mal, ich habe ja auch eine, ich wollte meine mal nach Norwegen mitnehmen, hatte mich dann ein bisschen informiert, wie das da so aussieht. Und dann habe ich so gedacht, also ich müsste jetzt ein bisschen mehr recherchieren, um es genau zu wissen. Und im Zweifel ist es mir jetzt für so, das waren 4 Tage Urlaub, war es jetzt nicht so wichtig, dass ich das Risiko eingegangen wäre. Aber ich kann mir vorstellen, in so dem einen oder anderen Land, entweder gibt es da gar keine Regeln, dass man machen kann, was man will, oder dass man sofort im Gefängnis sitzt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich... Augen zu und durch. Ich kenne die Regeln nicht mal hier in Deutschland. Wenn mir nicht gerade jemand, der davon Ahnung hätte, so ein bisschen so nebenbei erzählt hat. Schneiden wir raus jetzt hier. Also ich bin eben so spontan, sage ich mal, dass ich mir meistens dann auch nicht so, so alles durchlese. Aber ich habe auch die Mini. Ich weiß nicht, ob die du hast. Und die ist ja wohl... Eine Mavic 2. Oh, die ist, glaube ich, zu schwer. Also die fällt dann schon wirklich unter die Rubrik, ja, dass man sich da was durchlesen muss. Ja, ja.
Aber ich habe auch, also ich weiß es für die anderen Länder wirklich nicht. Für Deutschland weiß ich wohl, dass man über Straßen und über Menschen und über Häuser, also Privathäuser nicht. Also eigentlich darfst du fast gar nichts. Du darfst nicht an Bundeswasserstraßen, an Bundesverkehrsstraßen, also Züge und Autobahnen und so. Du darfst nicht an Wohngebieten. Du darfst nicht, wenn Krankenhäuser und so weiter zu dicht dran sind, wo Hubschrauber landen könnten und so. Also ja, aber du darfst nicht so und so hoch und also. Das fand ich. Warum hat man denn eine Drohne nun mal so, wenn man nichts darf damit? Ja, du darfst es beantragen, ne? Du schreibst dann einen deutschen Antrag und schreibst da rein, ich möchte. Das Lustige ist auch, das heißt dann nicht, ich möchte einen Antrag stellen auf, ich darf das und das, sondern es nennt sich dann ein Antrag auf Befreiung vom Verbot oder irgendwie so ähnlich. Also jetzt nicht genau auf die Worte festnageln bitte, aber so also inhaltlich ist es so. Ja, und dann, wenn du befreit bist, dass du von dem Verbot befreit bist, dann darfst du auch in der Nähe eines Krankenhauses zum Beispiel mal fliegen. Das ist gut für unsere Zuhörer. Also wer das weiß, darf uns gerne mal in den Kommentaren den richtigen Paragraphentextsatz reinpacken. Würde mich persönlich auch nochmal interessieren. Sonst muss ich es googeln, aber dann bin ich mal gespannt, wer es ganz genau nimmt. Also was ich faszinierend fand, ich glaube, das war in Mexiko, so einer meiner ersten Flüge mit dieser Drohne. Das ist weltweit wohl in diese Software mit eingearbeitet. Mhm. Der lässt sich gar nicht abheben. Mhm. Der sagt, sie sind hier in der Einflugschneise vom Flughafen. Ja. Und du kommst und du kriegst sozusagen keine Starterlaubnis und kannst das Ding eben auch nicht nach oben fliegen oder überhaupt nicht fliegen lassen. Das finde ich ziemlich faszinierend. Und seitdem ich das dann mitgekriegt habe, mache ich mir auch keinen Kopf, weil da, wo ich aufsteigen kann, da steige ich auf und wo nicht. Ganz spannend finde ich auch das Ostseestadion hier in Rostock. Da ist es, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß, dass es so Fälle gibt. Ich würde es jetzt mal ganz pauschal sagen, je besser deine Drohne ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du rund ums Ostseestadion fliegen kannst. Weil die nämlich, das Ostseestadion ist ja an dem Bundeswehrstandort, an dem Marinestützpunkt mit dran. Mhm. Und wenn die Drohne diese ganzen Gebiete besser und gut erkennt, dann sagt sie halt, hier nicht. Und wenn du eine Drohne hast, die, weiß ich nicht, im Zweifel ein bisschen günstiger ist, dafür vielleicht nicht die ganz tollen Bilder schafft, aber die hat dann diese Software nicht mehr drin und die kann dann fliegen. Krass. Ne? Also solche Sachen gibt es dann. Jetzt ein Technik-Podcast. Das war, die Technik-Ecke von Patrick. Sind wir weg vom Fußball, Gott sei Dank. Weil aber Ostseestadion. Ich habe ja gleich das Ostseestadion noch mit reingeworfen. Patricks Technik-Ecke. Wir machen eine eigene Rubrik auf. Patricks Technik-Ecke. Ne? Hier kannst du alles erfahren. Ja, aber bevor ich das jetzt vergesse, du musst uns ja dann mal irgendwie so ein kleines Video irgendwie von YouTube, Instagram oder so, musst du uns ja mal einen Link geben, dass wir mal da ein schönes Mexiko-Video verlinken können in unseren Shownotes. Das machen nämlich wir, Frank. Wir packen die Shownotes und ich vergesse. Und ihr könnt dann mal kommentieren, wie ihr es findet. Und das allererste, weil das habe ich ja auch wirklich schon hochgeladen sozusagen, das habe ich letztens gerade nochmal weitergeschickt und das könnte auch hier bei uns in Warnemünde sein. Und es war aber Tulum in Mexiko, weil das eben so raus auf das Meer geht. Ja. Das kann an sich überall sein. Außer das Türkis vielleicht, so dieses, das ist ja fast Bahamas oder Karibik, sagt man dazu. Da will ich auch noch mal irgendwann hin. Da warst du doch in Kuba. Das ja, aber das ist ja nicht so. Das war ja nur ein bisschen. Ich will nur mal richtig die Karibik erleben und. Ne? Ja, ich habe mich auch immer mit Karibik so ein bisschen. Ich habe immer gesagt, naja, das hört sich eher langweilig an, so einfach immer nur baden gehen. Ja. Aber diese Karibik, was ist das, Türkis oder so? Ja. Oder diese Farbe, diese komische grün-blaue Farbe, ich glaube Türkis ist das, ist schon ziemlich ja, so wie unser Logo eigentlich, ne? So, guck mal, da drüben, ein bisschen, ne? Ein bisschen, nur dass du hast halt so ein paar mehr Farbschattierung da mit drin. Ne? Ich finde, dass die Farbe der Karibik irgendwas für den menschlichen Auge macht, dass man das Verlangen hat, da reingehen zu wollen. Siehst du? Also die Farbe hat ja auch viel mit Psychologie so zu tun. Also es ist eine Farbe, die einen so ein bisschen beruhigt, wohltuend. So. Beruhigend ist es, glaube ich, eher als. Ich frage mich ja immer, ob die Leute, die sowas ununterbrochen, außer es ist jetzt dann doch mal bewölkt, vor der Haustür haben, ob die das
Also immer, wenn ich auf Sachsen oder Berliner treffe und die dann immer sagen, oh, ich muss hier sofort ans Meer, ich muss erstmal nach Warnemünde, wo geht's denn nach Warnemünde? Und dann sage ich denen natürlich, wo Warnemünde ist und dann stelle ich immer fest, ja, ach, naja, so, ich würde jetzt auch gerne in den Wald gehen, Wald ist halt auch schön oder so mal in die Berge. Also man, das, was man ja nicht hat, dass man da immer so ein bisschen hinterher ist. Dementsprechend wollen die natürlich dann immer an die Ostsee. Ja. Ob die Leute, die dann dieses azurblaue Meer, Azur ist, glaube ich, das Wort. Oder? Azur-Türkis. Aber das ist ein Mittelmeer. Die das so direkt vor der Tür haben, dass die vielleicht auch sagen, ach, naja, so Berge und Schnee ist auch nicht schlecht, ne? Also ich glaube, man stumpft schnell ab. Weil ja. Ich habe ja auch also 10 Jahre in Spanien gelebt und am Ende ist es halt so alltäglicher Alltag, mit der Sonne aufzuwachen und mit Badelatschen durch die Gegend zu laufen. Oder Flipflops nennt man das denn da. Mhm. Man gewöhnt sich wirklich schnell dran. Also Mensch, glaube ich, gewöhnt sich schnell an alles. Bei den schönen Sachen eigentlich schade, ne? Das verstehe ich auch nicht jetzt. Dass man sich so schnell an Sachen gewöhnt und die für selbstverständlich hält und eigentlich dann nicht mehr so richtig würdigt. Wie zum Beispiel Gesundheit. Ich will jetzt hier nicht so ein Sentimental machen, aber ist auch nicht schlecht. Was hast du 10 Jahre? Das ist das Wichtigste, würde ich auch sagen. Was hast du 10 Jahre in Spanien gemacht? Die Mutter meiner Kinder ist aus Spanien. Und wir haben praktisch 2 Kinder da großgezogen. Oder mehr. Das ist der Grund, dass ich da unten gelandet bin. Wo warst du genau? In Malaga. In Malaga. Am Mittelmeer sozusagen. Jetzt könnte ich mir die nächste doofe Frage stellen. Ich frage mich ja immer, was Malaga für eine Eissorte eigentlich ist. Nach was schmeckt Malaga? Hatte ich auf der Zunge, habe gedacht, nee, komm, ich weiß mir nicht. Ich weiß dafür bin ich ja hier. Vanilla vielleicht? Aber ich weiß es auch nicht. Ja, also es ist gelb. Malaga, kommt die überhaupt daher? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also mit Malaga habe ich eigentlich nur die alte Eissorte. Und wenn ich Frank angucke, muss ich an das Wunder von, war das eigentlich in Malaga? Oder das war in Dortmund. Auf in Dortmund, ne? Jetzt haben wir wieder Fußball. So, das sind meine Begegnungen mit Malaga. Und du erzählst mir jetzt mal, was ist so, warum ich unbedingt mal nach Malaga muss. Der Reiseführer. Picasso hat da ein Haus gehabt. Hat da mehr oder weniger gewohnt. Ansonsten Strand, Strand, Strand. Sonst ist da nichts, also sonst ist das Ende. Das ist so wie Mecklenburg-Vorpommern an sich. So das Ende. Aber ja dann auch nicht so wie Nur Wärme halt. Ja. So Red de Mar und so. So ja dann auch nicht. Malaga ist, glaube ich, ruhiger, ne? Na, es gibt auch Ecken. Was du meinst da. Doch, es gibt an sich diese Ecken, gibt es da fast zu viel. Auch vor allem Englisch. Weil, ja, was hattest du? Lorette de Mar. Als Beispiel gehabt. Weiß ich gar nicht. Was ist Lorette de Mar? Lorette de Mar ist, das ist Katalonien. Ah, jetzt ist lustig. Ne? Auch so ein Partystrand. Ja, das ist ja so ein reiner Partyort da, ne? Ein bisschen nördlich, nordöstlich von Barcelona. Und ich war mal in Calea, das ist direkt daneben. Und da bin ich immer überrascht, das war so ein Partyort, aber irgendwie noch so auf einem Niveau, wo man sagt, es geht noch. Und Lorette Mar hatte da schon diesen ganz schlechten Partyruf. Und dann habe ich 10 Jahre später mal bei RTL so einen Bericht über Calea gesehen. Da haben sie dann darüber diskutiert, ob auf der Straße jetzt Alkoholverbot ist und man das alles eingrenzen muss. Die Leute sind außer Rand und Band. Aber da könnten sie mich nicht mehr mit gemeint haben. Das war schon 10 Jahre her. Da warst du raus. Aber Jens, wenn wir gerade bei Spanien waren, du bist ja jemand, der gerne wie nach dem Winter ein bisschen ausbricht und so. Machst du das schon lange oder ist das mehr so, wie sagt man so schön, war schon immer so diese Geschichte, wo du sagst, ach, ich breche gerne mal aus. Also warum vor allem? Ja, warum? Ich glaube, angefangen hat das damals schon mit meinem Büro, also ich war ja Fotoassistent ganz lange. Mhm. Und angefangen hat das an sich in Spanien, weil in Spanien ja auch Winter ist, auch wenn er nicht ganz so kalt ist wie hier. Mhm. Und da eben so, sage ich mal, diese Saisonsicherheit dann auch nicht mehr gewährleistet ist und dann sage ich mal, die Arbeit sich verlagert nach zum Beispiel Miami und L.A. und Südafrika. Und ich da schon anfangen musste, praktisch mir im Winter wegzugehen, um einfach zu arbeiten, weiter arbeiten gehen zu können. Ja. Und ich glaube, so hat es damals angefangen. Und jetzt ist es ähnlich, weil ich arbeite ja jetzt hier mehr oder weniger in der Gastro. Mhm. Und mit den Hochzeiten ist es an sich ähnlich. Es ist an sich dann nachher
Ende Oktober nachher zu Ende. Mhm. Also in der Gastro kann man natürlich auch weiterarbeiten, wenn man in vielen... Aber die Saison ist halt im Sommer. Und aber jetzt die Strandsaison zum Beispiel, genau. Wo ich ja auch immer gerne arbeite und bin. Und dann ist es halt eigentlich, glaube ich, so aus der Notwendigkeit heraus. Okay. Und wenn man das dann, ja, und schön ist es dann natürlich auch, sage ich mal. Und man erfüllt sich so ein paar Ziele, so, wo man sagt, da will ich mal hin, das nutze ich einfach so wie Mexiko, Kolumbien, Panama, das ist ja nur... Das ist eine schöne Reise, ne? Da warst du jetzt dann, du bist Ende Oktober los und bist jetzt vor kurzem wiedergekommen. Heute ist jetzt wirklich gestanden. Ja, ich habe genau halt fünf Monate ausgehalten sozusagen. Also ausgehalten ist halt immer so eine Geldfrage dann, ne? Am Ende. Und vor Ort macht man dann auch noch irgendwie so ein bisschen, dass man nochmal das Konto ein bisschen auffüllt, um noch 3 Wochen hinten raus länger zu bleiben? Oder wie machst du das? Ich mache das gerne immer. Einmal ist es immer eine Geldfrage, kann man ja auch nicht verneinen. Aber ich mache es auch wirklich gerne, unter Leute zu kommen, ne? Unter Einheimischen oder eben unter Leute im Allgemeinen. Weil ich sag mal so, im Urlaub fällt dann auch die Decke auf den Kopf, den Tag muss man auch dann erstmal rumbringen. Jetzt hier in Corona-Zeiten weiß ja jeder, wie das ist. So, sag ich mal, den ganzen Tag oder so über Monate lang, sag ich mal, vielleicht nicht. Das irgendwas auf dem Zettel zu haben. Ja. Und klar ist das einfacher, ein bisschen am Strand zu sein, aber irgendwann will man ja doch irgendwie was zu tun haben. Und ich versuche es immer, aber es ist halt auch nicht so einfach. Ne? Also ich bin dann als Barkeeper und Fotograf so ein bisschen flexibel, aber man muss man muss halt auch gucken irgendwie. Also du bist im Sommer hier, arbeitest in der Gastro oder als Fotograf und verdienst quasi das Geld und dann gehst du auf Reisen, lernst Land und Leute kennen, verdienst da auch noch ein bisschen Geld, weil du dann irgendwelche Jobs hast oder konzentrierst du dich mehr auf Land und Leute und sagst... Ich konzentriere mich an sich mehr als auf Land und Leute und ist meistens dann, wenn überhaupt, von den Volunteer-Work, Unterkunft, kostenlogie frei. Okay. Wieder mal als Foto oder an der Rezeption oder so. Da gibt es ja auch so Webseiten. Ja. Da kann man sich, da tingeln sich einige wirklich von A nach B. Das Ganze, das kann man dann auch, ja. So kann man sich auch ein bisschen, ne? So Wünsche, Träume erfüllen. Ja. Und wir sitzen halt hier den ganzen Tag bei uns in der Bude oder auf der Arbeit. Nicht. Ich sitze im Auto, fahre durch das wunderschöne Mecklenburg-Vorpommern und gehe meinen Job nach. Und hörst den besten Podcast der Welt, ne? Joko und Klaas. Nee. Ja, das wollte ich euch übrigens fragen. Ich frage nämlich alle, ich bin nämlich auch jetzt so ein Podcast-Typ geworden. Heute wird das hier umgedreht. Ne? Ich habe mich vorbereitet und ich habe Fragen mitgebracht. Aber ich frage an sich jeden, was so sein Lieblingspodcast ist. Ich habe übrigens auch schon überlegt, ob wir das die Leute vielleicht einfach fragen sollten. Ja. Warum nicht? Also interessiert mich aber. Ja, klar. Und die Schubert geht damit ganz offen um. Der erzählt dann jeden Tag, wenn er laufen ist. Backstage-Haro. Was er hört. Aber er hört uns wirklich, ne? Ja, ja. Zumindest tut er in seinem WhatsApp-Status immer so. Letztens kommt er bei Rewe, steht an der Kasse, guckt mich an. Ich höre dich gerade. Ja, sag ich, ich bin ja auch nicht zu überhören hier an der Kasse. Nee, sag ich, ich sehe dich hier und in meinem Ohr höre ich dich. Und er hatte gerade den aktuellen Podcast laufen und er musste sich schon ein bisschen... schmunzeln und lachen, aber naja, er hört uns wirklich gerne. Olli Schubert ist ja auch schön, dass wir in jeder Folge ihn erwähnen. Ja, er war der Erste. Er war der Erste, er wird auch immer der Erste bleiben. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Also Olli, schöne Olli Grüße. Olli ist es aber auch, ne? Ja, das wir kennen ihn ja auch, sag ich mal, selbst ich kenne ihn. Das ist eine Type, doch. Mann. So, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ich höre... und jetzt packen meine Freunde zu Hause alle ihre Geige aus und sagen, das Lied spielt er uns einfach jedes Mal vor, wenn es um Podcast geht. Ich höre Kampf der Unternehmen. Das ist gar kein klassischer Podcast, sondern das ist, da werden unternehmerische Sachen vorgestellt. Ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel. Ich glaube, das war sogar die erste Folge oder das ist dann immer so eine Reihe, so 5, 6 Folgen. Adidas gegen Nike. Oder Pepsi gegen Coca-Cola. Mhm. Oder ich glaube, die aktuellste Folge ist gerade, jetzt weiß ich nicht, wie die Namen sind, SpaceX gegen diese andere Bude da, diese Privaten, die da ins All fliegen wollen. Ja. Also Elon Musk gegen
den Anländer. Hab nicht so richtig hingehört. Wir nennen ihn den Anländer. Naja, also das, den höre ich gerne, Kampf der Unternehmen, da kann man nämlich noch was lernen. Dann höre ich Fußball MML. Das hast du auch schon mal erzählt. Die unterhalten sich über Fußball. Das sind Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker. Und die machen das immer relativ launig. Also nicht so ganz streng am Taktik und so, sondern auch mal links und rechts die Themen. Über dann die Bundesliga oder ganz? Überwiegend, ja. Überwiegend. Ja, und alles, was so ein bisschen international ist und ganz manchmal. Nationalmannschaft? Wenn's, ja, auch. Da habe ich mal in alte Folgen reingehört, als 2018 das alles so ein bisschen in die Grütze ging. Das sind auch lustige Folgen. Das Schöne ist, mit viel Sarkasmus. Dass sie sich nicht über die Kreisliga unterhalten. Ja, da muss ich noch. Oh, also unser Niveau ist gestiegen, meinst du? Aber wir sind schon wieder beim Sport. Oder ihr seid schon wieder beim Sport. Ist egal. Ich muss mindestens in die zweite Liga kommen, um bei denen aufzutauchen. Naja, egal. Aber das macht Hansa dann hoffentlich nächstes Jahr. Nachholspiel, das ist auch Fußball, aber so Fußballgeschichte, also die alte Geschichte. Oh. Weiß ich, irgendwelche, das Jahrhundertspiel von 1970 oder WM 54, jetzt um mal deutsche Beispiele zu nennen und. Also das Name, auch, ne? Da kann da man. Da waren wir noch jung, Jens, ne? Das waren wir richtig jung. 74, ich bin 73 geboren. Jetzt hat er es gesagt. Ja, das sind meine. Ab und zu höre ich dann auch noch sind mal. Sind wir nicht Weltmeister geworden, 74? 74, ja. Ja, ne? Unterbrechen die mich hier einfach, Leute. Ich wollte euch gerade erzählen. Völlig unwichtig, ne? Patrick geht jetzt raus. Nein. Nee, das sind so die Haupt. Ab und zu höre ich dann auch nochmal Buschi und Schmiso. Das heißt, glaube ich, Lauschangriff, das ist auch Sport. Okay. Das sind so meine. Und dann muss ich ja auch alle zwei Wochen einmal Backstage HRO Korrektur hören. Muss ich hören, sagt er. Was ich ja übrigens vielleicht mal als kleine Information für unsere Zuhörer, die vielleicht auch nicht so wissen, wie das funktioniert. Bis jetzt haben wir tatsächlich noch nichts rausgeschnitten. Ob ihr es glaubt oder nicht. Also wir machen dann am Anfang halt, bevor wir starten und hinten am Ende, dass man so das Outro nochmal hinten ranpackt und so. Aber ansonsten ist es bis jetzt alles so, wie es ist. Und vielen Dank aber auch nochmal, vielleicht, wenn ich das noch verbinden darf, bevor Frank seine Podcasts nennt. Nein. Vielen Dank auch mal immer wieder, wenn so technische Hinweise kommen. Ne? So nach dem Motto, der eine war ein bisschen zu laut, der andere ein bisschen zu leise. Mhm. Wir versuchen das immer einzupegeln und jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Aber im Zweifel hilft es immer. Ich finde das ja auch interessant, so das Vorher und Nachher. Beim Fotografieren ist das manchmal auch so, wenn man sagt, so, das war's. Bei Gruppenfotos zum Beispiel, ne? Dann sagt man, ja, alles klar, das war's. So genau der Moment, wo sich dann alle auflösen oder entspannen, das sind so die, und dann vielleicht jetzt als Podcast dann erzählen, was sie vielleicht sonst nicht erzählt hätten oder einfach gelöster sind, ne? Oder was sie dann so erzählen oder wie man sich so. Sind so hinter die Kulissen gucken, finde ich ja auch immer so. Oder auch beim Film ist es dieses Making-of dann oder was dann alles schiefgegangen ist oder wiederholt worden ist. Die Outtakes. Kennt ihr das Beispiel von, ich glaube, es war Horst Seehofer, der hatte mal ein Heute-Journal-Interview mit einer oder ich weiß gar nicht, mit einem von den beiden Moderatoren. Und dann haben die nach dem Interview quasi weitergeschwatzt. Und dann hat er die Sachen, ich sag mal, so ein bisschen schon noch politikermäßig beantwortet, aber ein bisschen offener angesprochen, weil er sich gefühlt hat in diesem Nachgespräch. Und da sind in diesem Interview sind ja dann noch so ein paar interessante Sachen bei rausgekommen. Und dann sagte er nämlich am Ende, das können Sie ruhig auch trotzdem alles senden. Und dann haben die das auch tatsächlich gemacht. Und da merkt man dann mal so ein bisschen den Unterschied zwischen gerade stehen, Luft anhalten und dann so ein bisschen menschlich. Schon immer noch richtig, weil es ist ja immer noch eine Journalistin, muss man ja ein bisschen aufpassen, aber doch ein bisschen lockerer. Mhm. Also das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Dieses einmal durchatmen, Kinski, Anspannung, ne? Was da für Mitschnitte gekommen sind, nachdem. Jetzt gehen wir ins Detail. Wir haben gesagt, wir wollen hier nichts rausschneiden, jetzt fangen wir doch an. Nein, Quatsch. Kinski mag ich auch. Also das war so ein Typ, ne? Das war so ein Schauspieler, alter Schalter. Das war weiß nicht, egal. Ob ich ihn mag, ich aber ihn noch. Auf jeden Fall ist er interessant. Ich bin mit ihm groß geworden. Apropos groß geworden, weißt du, also ich habe mich ja, bevor ich, als du mich angerufen hast und gesagt hast, Mensch, vielleicht können wir auch mal zusammen machen, so, wenn einer abspringt sozusagen, habe ich gesagt, Mensch. Nein, du standst auf unserer Liste ziemlich weit oben. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gedacht, Mensch, aber dass wir so viele interessante Leute aus Rostock haben, ja. Habe ich selber auch gar nicht so richtig gewusst. Also Materia kennt man ja, aber ich bin immer so einer, ich weiß immer viel nicht, was uns alle wissen, aber mit Rammstein, wissen ja viele, ne? Das ist der auch, der ist Till ja mit Lindemann.
Ja, der ist ja mit Matteo damals in Evershagen aufgewachsen. Also so genau weiß ich es nicht. Jetzt erzähle ich wieder die Lüge meines Lebens. Ich habe nämlich eine ganze Zeit lang erzählt, dass der sehr entfernt mit mir verwandt ist. Das stimmt so nicht. Er ist, muss sich auch irgendwie mal ins Gespräch bringen. Vor allen Dingen, wenn man hier in diesem Business ist. Nein, also das habe ich aber Sie alle. Das habe ich entfernt. Das hab ich, wie entfernt dann? Ja, an sich kennen wir uns nicht. Nein, also kennst du mich nicht. Aber ich folge ihm. Und ich habe das aber lange erzählt, was ich mittlerweile wieder zurückholen muss. Er ist von Verwandten da sehr gut bekannt. Also ich selbst kenne ihn jetzt nicht. Ja. Aber wenn alle Stränge reißen und wir hier nochmal einen brauchen, dann aber müsste ich diese verwandtschaftlichen Beziehungen nochmal anpumpen. Der ist in Rostock geboren und dann demnach auch aufgewachsen. Ich glaube, so schwerpunktmäßig ist er nachher eher bei Wismar irgendwo noch. Stimmt, hat er studiert Teil. Oder so. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, wie gesagt. Also irgendwas habe ich gehört, dass er mit Materie oder dass die sich kennen, weil sie irgendwie in Evershagen mal, entweder vielleicht waren sie ein paar Millionen Ruder, könnte ich mir vorstellen. In dem guten alten Club? In dem Jugendclub. Aber ist der Till Lindemann nicht noch mal ein bisschen älter? Du bist ja jünger als wir, aber also ich glaube nicht. Ja, aber weißt du, dass Materie ist doch so alt wie ich, so ungefähr, so ein bisschen. Ja, der ist, glaube ich, dein alt. Anfang 20, genau. Genau, ja. Und Till Lindemann ist so mehr so ein Frank hier. Aber unser Alter ist auch nicht schlecht. Na, das habe ich ja nie eine Lanze vor uns sprechen. Genau. Wir sind aber weißt du, der stand mal dann vor mir in der Beachbar, wo ich gearbeitet habe, als der das Konzert gegeben hat hier. Ja. Und ich hab den immer noch nicht so richtig erkannt, aber man hat schon irgendwie so ein bisschen gemerkt an der Kleidung, dass so ein bisschen extra. Also so und dann hat er den Mund aufgemacht und dann kam ein riesiger Lichtstrahl raus und du hast gesagt, das ist doch Till Lindemann. Der war auch ganz. Ganz bescheiden, also ganz, sag ich mal, bescheiden oder wie man dazu sagt. Aber der hat mit Karte bezahlt, was schon mal sehr komisch ist hier im Osten. An der Strandbar vor allen Dingen. Und da stand dann Tim Lindemann, heißt er, ne? Till Lindemann drauf. Und dann ist mir, der kam auch mit seinen zwei Sängerinnen. Die sind mir natürlich fast mehr aufgefallen als wenn du selber auf die Männer guckst. Aber, ist der groß? Der ist nicht groß, ne? Aber durch diese imposante Bühnenshow? Er hat Autorität, also er hat schon Personalität, ne? Aber ganz sympathisch. Ja, cool. Aber dann gibt es einen, den kennen vielleicht dann doch nicht so viele. Der heißt David Streso. Ja. Kennst du den? Tatort-Kommissar. Ja. Weißt du, dass der mit mir in einer Schule gegangen ist? Warte, schreiben wir uns gleich auf. Den du vorgeschlagen hast, den wir nächstes Mal einladen sollen. Ich glaube, ich habe da auch eine witzige Geschichte. Da habe ich damals in einer anderen Kneipe gearbeitet, in Warnemünde. Ja. Und dann kam der rein, war auch alleine. Und so die Kellnerinnen und die haben alle gesagt, den kenne ich irgendwie außen. Und keiner wusste aber genau, wer er ist. Ja. Und ich so, dann geh doch mal hin und frag. Und die so, nee, wir trauen uns nicht. Da bin ich hingegangen. Ich sag, du, ich will dich hier nicht belästigen oder so. Aber ich wollte nur einmal die Mädels denken, dass du, oder ob, kann das sein, dass du irgendwie bekannt bist? Und er so, ja, ist nicht so schlimm, sagt er. Ich bin David Streso, so Tatort und so. Aber ich weiß, wer du bist. Und ich so, zu dir? Ja, zu mir. oder er so, ich weiß aber, dass du, ist ja gar nicht so schlimm, sagt er, aber ich weiß, dass du Jens Nagel bist. Ja. Und ich so, oh, ich sag, wie cool. Kommt das denn? Und er sagt, ja, wir sind zusammen in eine Schule gegangen. Ach, guck an, ey. Und er, also, ich war ein Jahr älter als er. Ja. Und das ist ja so ein bisschen immer, wie war ja bei uns immer, dann sind die Jüngeren sind klar. Ein bisschen. Und ich kannte ihn auch vom Gesicht her irgendwie auch. Dann ist mir dann eben auch, vieles aufgegangen. Und ich folge ihm auch, aber ich glaube nicht, dass ich, wenn ich ihn anschreibe, doch. Also. Obwohl er super sympathisch ist, er hat ja auch so eine Afrika, also der kam dann auch mit seiner afrikanischen Frau, kam dann noch rein mit seinen zwei Kindern und so. Also er ist ja auch ein Rostocker und wohnt in Berlin, also ich kann es mal probieren. Ich habe auch immer so als Einladung, also du hast jetzt quasi ich probiere es vorgeschlagen. Ne? Pass auf, ich habe immer so den Eindruck, dass diese Instagram-Accounts gar nicht von den Einzelnen da betrieben werden. Also ich schreibe das mal hin. Ja, na klar. Also wir können auch. Und wenn er zurückkommt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest denn. Wir können ihn natürlich auch er muss ja nicht zu uns kommen. Wir können auch über Telefon alles machen. Aber siehst du, jetzt haben wir den doch. David Streso. Ich schreib ihn auf jeden Fall gleich an. Gut. Nach der Sendung. Nach der Sendung, bitte. Weil ich habe ihn nämlich. Ja, ja. Aber der ist aber nett, muss ich mal sagen. Ich gebe dir trotzdem vollkommen recht bei der Geschichte. Wir haben in Rostock viele interessante Personen haben wir kennengelernt.
Wir könnten theoretisch sogar fast schon wöchentlich senden, weil es gibt echt viele Hinweise, viele Menschen, die eine Geschichte haben, die sich Leute anhören können, was wirklich interessant ist. Und was vor allem auch, was steckt dahinter, ne? Und das haben wir echt mitgekriegt. Ich habe es in Folge 0 ja schon mal kurz erzählt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal, weil wir gerade so nett plaudern. Auf die Idee bin ich ja gekommen, weil ich mit der Mandy Jochmann, die ich übrigens auch aus Schulzeiten mal ganz ursprünglich quasi kenne, und die hat Deutschlands größten Blog für Frauen, die, also für Laufblog, da geht es um Laufen, Jogging und so weiter, für Frauen allerdings, also relativ spezialisiert. Und da hat die aber irgendwie 12.000 Leute bei Instagram und hat halt auch bei Facebook eine riesige Gruppe, wo die Frauen sich gegenseitig Tipps geben fürs Laufen, mach die Beine so, mach die Füße so und so weiter und Motivation zuspringen und so weiter. Und da habe ich so gedacht, krass, das wird man als, sagen wir mal jetzt, ich bin Mann und ich laufe auch nicht und das erfährt man halt nicht. Aber das ist, in dieser spezialisierten Gruppe ist sie da ein richtiger, ich sage jetzt einfach mal Star. Falls ja. Mandy zuhört, sie soll ja auch irgendwie demnächst mal kommen, hoffentlich in der nächsten alles Folge. Alles Gute, schon. Alles Liebe, Mandy. Ja. Kurze Frage zwischendurch. Ja. Wir freuen uns schon auf eine Kreisliga-Legende wie du zu so einem weiblichen Laufblock. Über die Arbeit. Übers Video machen. Alles klar. Gut, nee, haben wir. Dann nehme ich das so als Antwort. Du, in der Kreisliga laufen die. Ja, meistens, weil Fußball spielen kann. Aber wie kommt ein Mann zum weiblichen Laufblock? Das habe ich mich immer gewundert, aber ist egal. Nee, über die Arbeit. Wir haben zusammen Videoaufnahmen gemacht. Schule. Genau. Ja. Die alten Freunde sind ja meistens immer noch so. Okay. Ja, also ich wollte das nur mal. Mich freut das immer, wenn irgendeiner aus Rostock komisch. Also, ja. Weil man erwartet das ja auch nicht. Ne? Wir waren ja so immer am Arsch der Welt, sag ich mal. Oder dann auch Osten, Ossis oder so. Und dann. Es gibt auch ganz viele Models. Also. Echt? Die Welt, also so wirklich so Paris und so richtig. Weltberühmt, aber also so international. Ja. Oder auch bei dieser, ich gucke ja eigentlich, ich versuche RTL 2 ja zu meiden, aber da gibt es ja diese Berlin Tag und Nacht Serie und da ist jetzt auch eine, da ist jetzt auch eine bei, die aus Rostock so. Ist. Schauspielerin? Ja. Mhm. Habe jetzt den Namen leider nicht drauf, weil wie gesagt, schlimm. Ich habe gerade gedacht, du meinst Harz, aber herzlich. Nee, das nicht. Oh, aber wie gesagt, dann ist aber, glaube ich, besser Berlin Tag und Nacht. Ich habe das ganz früh auch mal. Wobei, geguckt. Es ist ähnliches Niveau, würde ich jetzt sagen. Berlin Tag und Nacht, glaub, Hartz und Herzlich. Herzlich ist schon noch mal eine ganz. Berlin Tag und Nacht ist ja komplett geschauspielt und bei Hartz und Herzlich tun sie ja so, als wenn es echt ist. Ist, naja. Ist das geil. Ich habe da einmal reingezappt, ich habe gedacht, naja, ich kann beides nicht empfehlen. Also es ist nicht mein tägliches Fernsehen, aber ist auch nicht schlimm. Es gibt genug andere Leute, die das möchten. So, alles pass gut. auf, aber ja, bevor wir jetzt. Uns jetzt hier verschwatzen. Genau. Du sagst jetzt nochmal ganz Podcast kurz. Podcast ist viel besser als TV, wollte ich jetzt, können wir jetzt mal rein sagen. So. Ist auch wirklich, glaube ich, so ein bisschen. Was soll ich sagen? Du sagst jetzt nochmal ganz kurz deine Podcasts, die du hörst und dann kommen wir wieder zu unserem Gast, weil ich will ja mindestens noch diese Hochzeitsgeschichte hören. Okay, also Frank legt los. Ich habe vor kurzem angefangen, einen Podcast zu hören, der nennt sich Hotel Matze. Mhm. Ja, jetzt wird gleich geguckt, wer ist das, ne? Aufgeschrieben. Matze lädt sich nämlich jedes Mal einen neuen Gast ein und fragt ihn so, was er macht, wie es ihm geht. Und so ähnlich wie wir, wa? Ich glaube, Hotel Matze habe ich auch schon mal. Siehst du? Da war auch Joko da, da war Klaas da. Und die erzählen aus ihrem Leben. Und das fand ich mega interessant. Aber am liebsten, Grüße gehen raus nach Berlin. Baywatch Berlin mit Klaas Häufer Umlauf. Mega cool. Geht's da? Das ist eine tolle Geschichte mit Schmitty und. Ich glaube, die schwatzen einfach nur schwatzen so, ne, über aktuelle Themen und dann streifen sie so ab wie wir heute. Ja. Und mag ich total gerne. Ich mag Klaas auch gerne hören. Ach, das ist mit Klaas? Ja, Klaas heute. Der hat doch, der ist doch gestern ist dann ja immer so im Podcast zeitlos, aber der hat doch gerade mit Materia in Berlin Late Night Show Berlin. Ach ja, Late Night Berlin, genau. Also war. Dienstags abends. War ganz. Ich habe es verpasst zu gucken. Ganz zeitnah. Ich habe es auch nicht geschafft gestern, weil ich ja Fußball geguckt habe. Oh. Okay. Ja, aber ich gucke mir das bestimmt auch an. Morgen ist DFB-Pokal, ne? Also wenn ihr das hört, ist gestern DFB-Pokal gewesen? Ja. Also ich habe gestern Barcelona-Levante geguckt. So. Ach, das 3-3 habe ich noch. Kommen wir wieder zum Fußball, ne? Du guckst ja da unten dann. Spanisch. Ich gucke viel Spanisch, ja. Aber schön, dass mein Podcast untergegangen ist. Was hörst du denn nein, sonst? Nein, wir haben das registriert und haben ja darüber geredet. Ja, ich habe Baywatch. Komisch. Also, Baywatch ja, aber Berlin, ich glaube, da geht es nur um Baywatch die Alliteration. Berlin, ne? Ist ja schon mal ganz komisch, das. Aber ja, wir verstehen komisch das. Ist auch. Aber was hörst du denn sonst so? Ne, ich höre ganz viel, ich bin auch relativ neu für meinen ins Podcast reingeschrieben und ich habe angefangen mit Conan O'Brien. Das okay. Ist
so ein amerikanischer. Der macht die Tonight Show, ne? Oder hat? Hat. Ja, der hatte, glaube ich, Central Comedy, Comedy Central gemacht. Also, es ist wirklich witzig. Okay. Ja, da sprechen die, also da ist es dann nicht ganz so wie bei euch, wo alle ausreden können, sondern da ist ein bisschen mehr Leben auch, also ein bisschen mehr, ja, ein bisschen Leben drin. Das wurde bei uns mal so für positiv empfunden, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt. Aber das können wir, dahin können wir uns ja noch entwickeln. Dass wir uns gegenseitig unterbrechen hier. Aber wir wollen mit ja einem Bier kommt man ja auch nicht so wir weit. Wir wollen ja eigentlich auch eher, dass unser Gast ja ein bisschen erzählt. Insofern ist das ja heute schon eine ungewöhnliche Folge, dass wir auch so viel erzählen. Wir brauchen ein zweites Bier. Ja, ich wollte übrigens noch sagen, wenn du englischsprachig Podcast hörst, dann kannst du Kampf der Unternehmen auch als Business Wars auf Englisch hören. Da gibt es deutlich mehr Folgen, da gibt's alles. Da gibt es wirklich alles. Ich bin immer offen für neue Podcasts, weil ich das wirklich jetzt auch oft mache, auf dem Fahrrad und unterwegs, vor allem, wenn du dann unterwegs bist, diese 5 Monate und dann teilweise auch ganz alleine irgendwie, Podcast ist da schon, ist echt meine neue Leidenschaft. Okay, ich glaube, ich brauche ein Bier. Es reicht jetzt. Ja, eins sehe ich da ja eins, noch. Eins haben wir noch. Der Kasten, der hier gesponsert ist, ist nämlich hier schon halb alle. Also vielleicht kann er ja mal... Patrick trinkt immer vorher schon. Ich habe mich auch an sich auch gefreut. Morgen. Aber hier morgen ist das wird das Letzte sein. Aber das können wir ja nochmal aufmachen. Also morgen, beziehungsweise ihr hört es ja gestern. Ein halbes? Gerne. Pass auf, dann gehe ich da mal rüber. Und dann mache ich ja den Klassiker hier. Da ist er, das steht noch. Ja, ja. Das nächste Bier wird Ihnen präsentiert von der Hanseatischen Brauerei. Auch dieses Bier wird gesponsert. Rostocker Pils, ein echtes Kind der Küste. Frank, so, während ich das Bier aufmache, ich möchte zu unserem Gast zurückkommen. Ja, okay. Und zwar Fotograf, hast du gesagt, wenn du dann hier bist und gelegentlich auch, wenn du unterwegs bist als Fotograf. Hochzeiten hast du vorhin auch schon als Thema angesprochen. Und im Vorgespräch hatten wir schon, weil wir ja bei der Spontanität waren, hast du gesagt, dass war das deine eigene Hochzeit? Ja, stimmt. Die Geschichte würde ich jetzt gerne mal hören. Die ist doch spannend. Die ist vielleicht auch witzig, außer eben für meine, also für die Braut damals. Darfst du sie dann erzählen oder ist es? Ja, ist, nee, die erzähle ich. Die wollte ich ja hier nicht in. Sie kann uns nicht hören. Nee, sie war ja auch dabei. Also. Ach. Ja. Also wenigstens war sie dabei, aber also, es war halt so. Gibt's ein Happy End, weil sonst. Also an dem Tag zumindest. Ja, das gab's, das weiß ich noch. Nee, das wollen wir jetzt nicht wissen. Ach so, aber nein, das habe ich ja auch nicht. Ah, oh, Mensch. Nee. Aber es ist an sich auch eine witzige Geschichte, vor allen Dingen, weil... Warum lachst du? Die Nummer ist durch. Das weiß ich auch nicht. Schönes Wortspiel. Ja, muss ja auch sein, ne? Ja. Aber witzig ist ja, dass ich dann, damals war ich ja noch Fotoassistent und habe noch gar keine Hochzeiten gemacht damals, glaube ich. Aber mittlerweile... mache ja viele Hochzeiten, bin auf vielen Hochzeiten sozusagen. Und meine Hochzeit war wirklich ein bisschen komisch, weil wir unser zweites Kind hier bekommen haben. Ja. Also die Mutter meiner Kinder und ich, die Spanierin sozusagen. Und obwohl das damals schon eine Europäische Union war, sollten wir die Krankenhausrechnung bezahlen oder mussten wir die bezahlen, sollten wir bezahlen. Okay. Und es waren 2000 Euro irgendwie so um die Drehe. Und das Geld war damals knapp, so als junger, ist ja jetzt schon 20 Jahre her, sag ich mal. Und da habe ich gesagt, Mensch, und verlobt waren wir auch, Prost. Prost. Lass euch schmecken. Auf die Liebe, auf die Gesundheit. Wenn du das sagst, ne, dann nehme ich das immer richtig ernst. Auf die Liebe. Ist auch was Besonderes. Ja, auf jeden Fall waren wir auch schon verlobt. Also wir waren wollten eh heiraten, hatten dann wahrscheinlich kein Geld irgendwie, das so richtig zu machen. Und dann kam ich auf die Idee, zu heiraten, um die Rechnung, dann läuft das dann nämlich über Familienversicherung und so. Und dann hätte man oder brauchte man die Rechnung damals nicht bezahlen. Und bin dann zum Standesamt gegangen. Nee, du hast ja gerade, ich drehe das Mikro wieder zurück, sonst hören die Leute dich nicht. Tut mir leid. Ich habe mir jetzt das Mikro selber weggedreht hier. Auf jeden Fall bin ich dann zum Standesamt, wusste damals auch gar nicht, dass das so ausgebucht ist. Hier in Rostock jetzt auch? In Rostock, ja, ja. War damals in... Also hinterm Rathaus. Mhm.
Vogtei ist genauso ausgebucht. Also jetzt, mittlerweile bin ich ja so ein bisschen in den Hochzeitsgeschäft so mit drin. Also auch Bad Doberan ist auch sehr schön. Vogtei in überhaupt die ganzen Standesämter sind ausgebucht. Jetzt kommt der Rülpser. Um Gottes Willen nicht, wenn ich. Wir haben nämlich vorhin schon drüber geredet, deswegen müssen wir jetzt so lachen. Ja, also der kam auch von Herzen oder aus dem Magen. Auf jeden Fall kriegst du so schnell keinen Termin. Und irgendwie hatten wir auch nur einen Monat Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Und ich so, na, sag ich, das ist ja toll. Dann war die Idee ja erstmal futschen, habe ich aber noch gesagt, Mensch, wenn jemand absagt, hier ist meine Telefonnummer, ruf mich doch an. Ja. Und es ist wirklich so, dass jemand dann abgesagt hat. Irgendwie nach 2 Wochen habe ich den Anruf bekommen, ja, in 2 Tagen könnten sie heiraten. Ich so, super. Habe ich erstmal die Geldsorgen sozusagen. Also er hat geheiratet des Geldes wegen. Ja, so viel. Ja, aber es war wirklich so, wegen den Papieren. Die Nummer ist durch. Aber wir waren ja also damals wirklich auf dem Weg zum Heiraten. Also ich habe da kein schlechtes Gewissen in der Hinsicht. Aber in 2 Tagen organisierst du natürlich auch keine Hochzeit. Hatte ich auch gar nicht so, ging auch gar nicht. Irgendwie mit 2 Jobs und 2 Kindern, 2 kleine Kinder. Und dann habe ich gesagt zu meiner Frau, ja, ne, Donnerstag dahin. Dann sind wir auch hin mit den, sag ich mal, mit den 2 Kindern. Den einen Neugeborenen und den ganz Kleinen, also zu viert. Und dann waren wir da bei der Standesbeamtin und sie so, na, welche Musik haben Sie sich denn ausgewählt? Ich so, haben wir an sich gar nicht gewählt. Also brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt so von unserer Seite aus, wenn das geht. Und dann, sie wurde immer ein bisschen enttäuschter, diese Standesbeamtin. Und dann sagte sie, Ringe, ja, ich sag Ringe, hatten wir dann nochmal schnell besorgt. Das waren die Verlobungsringe, die haben wir schnell abgenommen und haben dann so getan, als wenn wir die. Geil. Und dann aber kam das aber, dann Weg sagte aus, ne? Die, so ein bisschen so? Ja, das war sehr spontan. Und dann kam halt die Aussage von, oder die Antwort, die Frage, ja, wo ist denn ihr Zeuge? Weil das ist wirklich, also du kannst ohne Musik heiraten, ohne Ringe könnte man, glaube ich, auch heiraten, aber du brauchst einen Zeugen. Ich so, ah, sag ich, der Zeuge. Einen Moment, bitte. Dann bin ich rausgegangen. Und da saßen zu der Zeit, da sind ja auch so Ämter mit dazu, ne, die ihrem Ausweisen. Ja. Ich gefragt, wer ist denn hier der Letzte in der Reihe? Können wir denn immer noch mal schnell einer für 5 Minuten hier schnell unterschreiben? Und einer hat das auch wirklich gemacht. Geil. Und sie wollte dann auch noch eine Rede halten. Sie stand bei mir und ich habe gesagt, wir haben 2 Kinder, wir müssen los. Ich muss auch gleich, ich sage, also um 12 muss ich arbeiten. Hast, so du noch, hast du noch Kontakt irgendwie mit diesem Menschen zufällig? Nee, ne? Mit der Standesbeamtin? Nee, mit dem, der unterschrieben hat. Nee, das war schade, dann auch, ey. Du nach 5 Minuten einmal rein, einmal raus. Ja, und die Standesbeamtin, die, glaube ich, die will mich nicht mehr sehen. Und wir waren dann auch wirklich, und ich weiß dann noch wie heute, sie ist dann mit den 2 Kindern in die Straßenbahn eingestiegen und ich bin mit so einem alten Klapperrad so in die andere Richtung gefahren und habe gesagt, wir sehen uns zu Hause, weil ich musste ja auch, also ich hatte dann auch noch eine Schicht, ich weiß damals noch im Kaffee Zentral, glaube ich. Ja. Und dann gab es dann aber, glaube ich, ein Happy End am Ende. Aber also sie sagt, ich wollte es nicht wissen. Ja, aber trotzdem sagt sie, nee. So, da kann ich sie dann auch, also die nächste Hochzeit anders. Die nächste Hochzeit, wenn überhaupt, dann. Warum darf man so tief fragen, warum hat es denn nicht mehr funktioniert? Weil sie wollte in Spanien. Wegen der Hochzeit. Genau, wegen der Hochzeit. Nein, sie wollte in Spanien bleiben und du wolltest wieder zurück. Der oder? Trauzeuge konnte sich einfach nicht mehr erinnern. Nee. Wir waren ein Jahr hier und dann sind wir wieder zurück nach Spanien für die 10 Jahre sozusagen, okay. Weil es so mit 2 Kindern besser war. Nee, irgendwann war das dann einfach. Viel wichtiger ist doch die Frage, hat das dann mit der Krankenhausrechnung wenig? Ja, das hat geklappt. Na, das Wichtigste. Ich glaube, jetzt bin ich bei allen Frauen unten durch. Also, aber die Krankenhausrechnung lag mir natürlich irgendwie auch auf dem. Ich kann dir übrigens sagen, dass es teurer geworden ist, weil ich weiß von der Freundin, die hat vor jetzt fast 3 Jahren, die hatte allerdings auch einen Kaiserschnitt. Und da war es mehr, da war es definitiv mehr, weil die ist privat versichert und muss das ja auch immer erstmal auslegen und so weiter. Viel mehr? Oder mit Krankenhausaufenthalt? Ah ja, hatten wir aber auch. Wir hatten auch, glaube ich, 3 Tage. Ja, aber das war damals eine andere Zeit. Also es ist teurer geworden, würde ich damit sagen. Also ich fand auch, wenn ich es mir jetzt überlege, 2000 Euro finde ich auch, also ich will jetzt sagen ein Schnäppchen, aber finde ich okay. Bist du derzeit liiert eigentlich? Nee. Gut, ich wollte sonst die Frau warnen, also wenn er dich
heiraten will. Annähert dann. Dann nur wegen der Kohle. Dann nur wegen der Kohle. Deswegen ist er in der ganzen Weltgeschichte unterwegs, damit er da Leute oder Frauen finden kann, die diesen Podcast nicht verstehen, weil sie nur Spanisch sprechen. Jens weiß, dass er Spaß ist, deswegen. Also wir machen gerne mal ein paar Späße und deswegen. So, das war dein peinlicher Können Sie gerne Moment. Ein paar melden. Na, ja, auch für das halbe Jahr jetzt. Braucht Frank seine Frage nach der lustigen Geschichte nicht mehr stellen. Genau, das ah ja, peinlich das und lustig. Und du hast bestimmt welche vorbereitet, aber hast gedacht, nein. Nee, der Zettel ist voll da drin. Lass uns trotzdem mal ganz kurz, einmal kurz abschweifen. Geboren in Rostock, was hast du gemacht? Du bist zur Schule gegangen, war klar, und dann Ausbildung oder und Sport und Fußball? Fußball? Gab es noch was anderes außer Fußball? Also nee, du bist von der Schule runter und dann Ausbildung. Ja, eine Ausbildung mit zwei linken Händen. Denk dran, es hören auch junge Kinder zu, junge Menschen zu, die wollen alle Freiheit haben. Aber deswegen ist es vielleicht ganz gut, das zu erwähnen. Man sollte an sich immer das machen, egal wie die Prognosen sind. Das, worauf man Lust hat. Ne? Also ich hatte damals wirklich keine Lust, ein Handwerker zu sein. Ja. Und dadurch, dass ich Fußball damals bei TSG Bau gespielt hatte und damals im Osten war das ja eben so, da konnte man, hat man ja auch nicht alles auswählen können, an sich gar nicht so richtig. Also Polizist. Hätte man werden können? Ja. Ich glaube, Polizist. Kfz-Schlosser, Polizist auf dem Bau. Also Kfz-Schlosser bist du nicht, also da musstest du schon Beziehungen haben, da ranzukommen. Aha. Würde ich jetzt gerne, hätte ich jetzt im Nachhinein, weil ich würde ja gerne Motorrad fahren irgendwie. Ja. Was einer hört, ich würde ja gerne mal Schrauben lernen. Schrauben drehen, modern drehen. Modern. Aber gut, wir schweifen ab. Nein, also gut, also du bist dann... Ja, also erstmal so eine Ausbildung gemacht. Dazu hattest du gar keine Lust und dann... Genau, und dann... habe ich halt gesagt, na, das macht ja gar, also hat mir nicht so viel Spaß gemacht, obwohl es ja bestimmt auch ein schöner Beruf ist. Ja. Aber eben nicht für mich. Und dann bin ich an sich direkt so ins Kellnern reingekommen, erstmal. Ne? Okay. Ich glaube damals Kaffeezentral. Mhm. Und das hat mir dann Spaß gemacht. So mit Menschen. Ja. Und dann über das Kellnern kam dann die Fotografie. Mhm. Wie kommt man vom Kellnern zur Fotografie? Das ist auch eine witzige Geschichte, und zwar weiß du, ich... Du tust das hier so, als wenn das so das Normalste von der Welt ist. Nee, ist es wirklich nicht, aber es war halt auch über die Gastronomie kam dann hier, das gibt's immer noch, auch kann man ja auch mal Werbung für machen, für einen Rostocker Fotografen, der heißt Andreas Döst, der heißt glaube ich jetzt Ad Credo oder so, er macht richtig gute Sachen mittlerweile, und der kam in das Café Central und hat gesagt, ich beobachte dich schon seit längerem. Du bist immer ganz gut mit den Menschen, hast einen guten Draht zu den Menschen, und ich bräuchte einen Assistenten. Ich so, ja, das, und dann war die Bezahlung gut, und dann haben wir das auch gemacht. Geil. Ja. Finde ich gut. Ja. Und das ist etwas, was dir Spaß, also Kellnern, fotografieren, das macht dir Spaß mit Menschen. Ja. Und dann bleibt man dabei, ne? Also irgendwie. Hast du das dann so nebenbei erstmal mit ihm gemacht oder bist du dann quasi erstmal Fotoassistent und hast dann so bist mit ihm durch die Gegend gereist oder bei ihm im Studio oder wie auch immer und hast das Kellnern erstmal kurz gelassen oder das immer parallel dann? Das war immer parallel, das war auch witzig. Ich meine, mein erster Job war irgendwie mit ihm mit so einem Fahrradfahrt von Berlin nach Kopenhagen fotografieren, bei uns hier in Warnemünde. Und dann der zweite Job, sagte er gleich, fahren wir nach Hamburg irgendwie. Und ich in so eine Klinik, war mit Klinikübernachtung im Krankenbett, das vergesse ich auch nie. Das waren ja noch so die Zeiten, wo wir, sage ich mal, vielleicht als Bio-Ossis dann auch ganz spontan auch im Krankenhausbett übernachtet haben, statt im Hotel oder so. Und der ist auch ein cooler Typ, muss ich auch sagen. Und da hat er ja gesagt, ja, wir fahren dann und dann ab. Und damals ging das auch nicht so mit Handys oder so. Und da wollten wir uns im Café Central treffen und er war eine Stunde zu spät. Also er kommt noch später als ich sozusagen und habe ich gedacht, na, der wollte mich veräppeln. Und habe angefangen, ein Bier zu trinken und zwei. Und eine Stunde schafft man ja einiges. Und dann kam er wirklich an, eine Stunde zu spät. Und er sagte so, jetzt können wir los. Kannst du fahren, weil ich habe noch so viel zu tun. Ich so, ja, also fahren kann ich nicht mehr, mitkommen kann ich, aber fahren, ich dachte. Prost, ne? Prost. Und dann ging das dann nachher auch weiter. Da habe ich dann ja auch ein Glück gehabt in Spanien.
Da war dann so ein deutsches Fotostudio oder so ein Fotoverleih, Foto-Equipment-Verleih. Und dann habe ich dann auch wirklich mit den, mit so wirklich großen internationalen Fotografen zusammenarbeiten können. Stark. Und mit, ja. Und mit? Und mit, weil ich muss ja mich irgendwie rechtfertigen hier, dass ich hier in dem Podcast bin. Jetzt kommt's. Also angefangen ist jetzt nicht chronologischer Reihenfolge, aber ich habe Kate Moss einmal fotografiert. Also ich habe es nicht fotografiert mit Peter Lindbergh, also die Leute, die so einer der größten Fotografen. Mhm. Gibt es auch wieder witzige Geschichten, aber so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Die hat mich dann nämlich nicht mehr auf ein Bier eingeladen, weil ich so spät kam. Ich war an sich nur derjenige, der ihre Koffer vom Flughafen in diese Wüste hinterherfahren. Ich war an sich nur der Fahrer, muss ich auch sagen. Ich habe da auch als Fahrer angefangen. Und dann hat sie mir ein Bier nachher spendiert, weil ich eben so spät kam, dass kein Abendbrot mehr da war. Sie selbst? Sie selbst hat. Ich würde sie als sehr unzugänglich und genervt, schnell genervt, um nicht dieses böse Wort zickig immer so. Kate Moss wahrscheinlich. Also wirklich. Nee, Kate Moss kommt ja sozusagen aus der schlimmsten Ecke aus London. Ja, deswegen also auch so wie bei uns, vielleicht Evershagen. Oha! Und alle Evershagener schalten jetzt gerade ab. Nee, also ich meine das auch eher, also fast auch im Positiven. Also da wird dann ja auch gefeiert, wie die Feste fallen sozusagen. Und die hat, die ist ganz auf Erde geblieben. Ach, guck an. Ja, die hat mich dann zum Bier eingeladen. Guck, mit einem Vorteil wieder aufgeräumt. Aber wo du gerade sagst, Fahrer, du warst der Fahrer? Ich habe dich mal irgendwann durch Zufall gesehen. Wie er fährt, oder was? Ja, wie er fährt. Und zwar in einem Werbespot für Mercedes. Ach so. War das Mercedes? Ich weiß gar nicht. Also nee, das war das Making-of. Also ich war ja dann auch durch diese Fotografie, war ich wirklich, das weißt du, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt hier endlich mal was ganz Überraschendes. Da war ich wirklich so das Gesicht von BMW. Also BMW, kann man sich jetzt... Hört sich jetzt irgendwie größer an, als es ist. Also es sind halt diese Autowerbung, die ich dann ganz viel gemacht habe als Fotoassistent. So deutsche Autofotografen, die hatten ja damals so das Monopol. Mhm. Und die haben ja alle mehr oder weniger in Spanien gedreht, wegen dem Wetter. Ist klar. Und den Straßen eben auch, aber mehr wegen dem Wetter. Und irgendwann war das Model dann tatsächlich mal krank. Der muss ja sowieso nur drinnen sitzen. Und das sieht man ja, das Gesicht sieht man ja auch wirklich kaum. Es geht ja eher um das Auto. Und dann war ich wirklich tatsächlich sozusagen das Gesicht vom BMW, war dann auch einmal auf dem Leipziger Flughafen ganz groß, wo ich dann mit meinen Kindern eingeschickt habe und meine Kleiner dann so, oh, guck mal, Papa, da hängst du. Das sind schon coole Momente. Und einmal, glaube ich, auf dem Hamburger Flughafen auch, als ich da mein Gepäck abgeholt habe, dann läufst du dann auch irgendwie da, siehst du dich selber sozusagen über dem Gepäck da. Ja, cool. Das hat er uns nicht erzählt. Und ich sitze da mit Jörg und dann sagen wir beide, guck mal, wir müssen mal zurückspulen, die Werbung, die kennen wir doch. Aber ja. Das, was du, ach, das stimmt. Ja, nee, doch, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das war dann auch diese, eine Werbung, genau. Ja. Ich dachte, du spielst jetzt auf das Making-of. Nee, wir haben das nochmal irgendwo anders gesehen. Da war eine Werbung und dann haben wir gedacht, das Gesicht kennen wir doch. Ja, da war ich. Die Sonne. Schön in die Kamera gegrillt. Das geht halt ineinander über. So drei Sekunden zu sehen. Der hat drei Sekunden, aber 300 Euro bekommen oder so. Ja. Oder vielleicht ein bisschen mehr sogar. Also sehr, sehr bekannt. Also cool eigentlich. Also. Ja, das habe ich auch immer gerne gemacht, weil alle haben immer gesagt: Mensch, magst du denn das Model? Ich so, klar, ich brauche überhaupt nichts machen. Mir bringt sogar jemand das Wasser, sonst muss ich allen Leuten das Wasser geben. Ja. Gibt's denn, kommen wir wieder auf meine schönste, gibt's noch irgendwie eine schöne Angebergeschichte? Also gibt's eine Geschichte, wo du sagst... Und wir wollen jetzt mehr als Kate Moss haben. Genau. Ja, das ist ja schon kaum noch zu toppen. War nicht mehr zu toppen. Also Kate Moss ist schon das, wo man sagt... Also Reihenfolge Kate Moss, Backstage HRO und wer ist auf Platz 3? Michael Schumacher vielleicht. Michael Schumacher. Ja, weil die Geschichte ist halt so witzig. Da haben wir auch eine Fotogeschichte über ihn gemacht. Und damals hatte er in seinem Vertrag vertraglich geregelt, dass er nicht Skifahren kann und auch nicht mehr Motorrad fahren darf, weil er sich ja immer hingelegt hat, sozusagen. Mhm. Und da haben sie mich als sein Double genommen, haben mir praktisch die Haare so geschnitten. Ich habe auch so die gleiche Figur, mehr oder weniger, gehabt zumindest, also die Größe, haben mir seinen Rennanzug gegeben,
weil er eh nur 20 Minuten Zeit hat für seine Aufnahmen und wir dann noch ein paar Aufnahmen von hinten sozusagen, wie er auf so ein Motorrad klettert, machen mussten. Ja. Und er hatte da seine Runden gedreht, ne? Also der ist ja nicht extra wegen uns da hingefahren, sondern wir sind extra zum Jerez, glaube ich, war das, zu dieser Rennstrecke gefahren. Und da muss ich auf Toilette und gehe mit meinem Rennanzug zur Toilette und stehe sozusagen so vor diesem Pinkelbecken, wo so ein Spiegel vor mir war. Und hinter mir, wo die richtigen Toiletten sind, kommt Michael Schumacher raus. Und ich gucke in den Spiegel und bin gerade beim Pinkeln. Und wir haben halt dieselben Klamotten an. Und er guckt auch zu mir und denkt so, sehe ich doppelt so ungefähr? Und ich stehe auch, wir haben so einmal eine Sekunde kurz Blickkontakt über den Spiegel. Gott sei Dank, weil ich sag mal so, ich stand ja nun, war ja gerade beim Pinkeln. Daneben gegangen. Und ich wusste auch nicht so richtig, was ich in dem Moment machen sollte. Ich will ja jetzt nicht beim Pinkeln Hallo sagen. Und er wusste davon, also wir hatten uns vorher noch nicht gesehen irgendwie oder bekannt gemacht, weil er halt so viel so beschäftigt war. Und dann habe ich ihn nur einmal so zugenickt. Und der hat sich dann auch nur die Hände gewaschen und ist rausgegangen. Und dann später irgendwie, 2-3 Stunden später, wo er dann Zeit hatte, kam er dann zu uns und ich habe mich dann erstmal vorgestellt. Ich war der ja auf Toilette. Ich bin das Double. Hat er sich wahrscheinlich dann auch gedacht. Aber im ersten Moment hat er auch so einen kleinen Schreck gekriegt. Er hat gesagt, das wäre die Chance gewesen. Du hättest ihn einfach auf Toilette eingesperrt, wärst für ihn losgegangen und wärst dann der neue Michael Schumacher gewesen. Na klar, Frank. Frank guckt zu viele Filme, ist egal. Dankeschön. Das schneiden wir später auch raus. Schneiden wir richtig. Aber es ist übrigens auch ein netter, weil man ja auch so viel hört. Dass das glaube ich aber doch, ja. Also ganz professionell, und höflich fast. Also, wann war das ungefähr? Naja, noch damals. Also war er da noch aktiv? War es ein roter oder ein weißer Anzug? Das ist ja jetzt die Frage. Es war. Obwohl für die Werbung war es wahrscheinlich irgendwie was ganz anderes, ne? Also es war ein weißer Anzug, aber ich glaube, dass er damals für Rot gefahren ist, also für Ferrari. Ach so, okay. Aber ganz genau, also es war ein weißer Anzug. Okay. Aber der hat er ja, glaube ich, also Anzug ist ja nicht gleichzeitig. Nee, es war ein weißer Anzug, das weiß ich noch. Okay. Ja, nee, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass es mit der Werbung natürlich gar nichts zu tun hat. Krass. Ja, gute Genesungswünsche auf jeden Fall an den Michi, ne? Immer noch, ne? Man weiß ja nicht so richtig, wie es ihm geht, aber wir hoffen mal, dass es so gut wie... Kommt vom Skifahren. Ich sag mal so, er hat ein schönes Leben gehabt, denke ich mal. Also zumindest ein erfolgreiches. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung... Er lebte ja dafür wahrscheinlich auch. Ja. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es auch so hinter den Kulissen, und das machen sie ja sehr gut, dass es ihm da vielleicht besser geht, als man so immer denkt. Ja. Aber ich hoffe es. Ich will es, ja. Krass. So wie, ich will noch mal auf diese Reisegeschichten zurückkommen. In wie vielen Ländern warst du denn so schon? Oh, ist ganz wichtig, ja. Weil wir haben ja vielleicht, falls du uns ja fleißig hörst, wie wir ja schon, wie ich schon... Folge 2, ne? Der Alex, ich habe alle gehört, das sind ja auch der Alex Stute jetzt, ne? Genau. Ja, der Alex Stute war ja in 52 und will ja noch, ich glaube 100 will er schaffen, ne? Genau, hat er gesagt. So. Das ist das war Folge Nummer 2 nach... Genau. Ja. Der ist auch Radio... Der Radio-Mensch, genau. Ich habe jetzt gerade durch Zufall, ich habe ja nicht gezählt, aber ich habe gerade vor einer Woche von Google irgendwie so eine Übersicht bekommen, wo man überall war. Wo man getrackt wurde. Wo man getrackt wurde. Was ich ganz interessant fand, weil ich wusste es selber nicht und da stand 18 Länder. Also vieles nicht. Okay, aber du bist ja noch jung. Ja, aber wie gesagt, ich bin halt in den Ländern dann ein bisschen länger. Alex ist ja dann eher so zum Urlaub, ne? Und vielleicht auch mal ein bisschen längerer Urlaub, aber schon Urlaub. Wo war es denn am schönsten? Oder wo müssen wir jetzt auf deinen Rat hin unbedingt mal hin? Am schönsten ist meistens bei mir mal so, wo ich als letztes war in Panama. Aber Kolumbien hat mich auch sehr begeistert. Kolumbien ist auch ein bisschen günstiger, weil Panama ja doch ein bisschen... Panama und Costa Rica ist so teuer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man fährt ja dahin und denkt so, es ist billig, aber es ist ziemlich teuer, so wie Deutschland, sage ich mal. Wenn man das eben, auch komisch, das zu sagen, dass das teuer ist. Wir leben ja jeden Tag damit. Aber wenn man halt mit dieser Einstellung hinfährt, das ist so ein, sage ich mal,
Mittelamerika ist und dann gleiche Preise bezahlt, dann denkt man so, oh. Hast du in Panama mitbekommen, dass da der Kreuzer quer im Kanal stand? Ist das da vor Ort ein Thema gewesen? Beziehungsweise bist du so sehr da im Land, dass du Nachrichten und sowas verfolgst? Oder machst du da eigentlich dein Ding? Da war ich schon wieder, ja, da war ich ja schon wieder hier. Ach so. Aber ich glaube, das ist der Suezkanal, den du meinst. Oder ist das, ich dachte, das wäre im Suezkanal passiert, nicht im Panama-Kanal. Ich habe es nur gesehen. Und also streiten könnte ich mich jetzt nicht. Ich hätte jetzt gesagt, in Panama. Aber das ist schon ein bisschen länger her gewesen eigentlich. So, ich hätte jetzt gesagt, im März oder so war das. Aber... Also das, ich weiß, also ich dachte, das, was ich jetzt im Kopf habe, ist vielleicht so ein Monat her. Aber pass mal auf, man muss ja heute zum Glück. Aber die Geschichte, die wurde ja gar nicht so präsentiert hier in unseren Medien. Die Geschichte, glaube ich, wird irgendwann mal verfilmt, weil ich habe was gehört, dass man den Kapitän an sich fast ein Denkmal setzen muss. Und das habe ich aus einem anderen Podcast von Materia. Ach. Der hat die Geschichte erzählt. Der hat dann einen Penis irgendwie ins Wasser gemalt mit seinem Bugstrahler oder so. Okay. Und ich habe immer noch nicht die Zeit gehabt, das so ein bisschen zu verfolgen, weil in den Medien war es wohl ganz, ganz wenig. Ich glaube, das ist der Suezkanal. Viele haben sich einen Spaß gemacht draus, aber... Na, ja, guck an, hier also steht Suezkanal. Ja. Ich habe voll Panama-Kanal im Kopf gehabt. Da ist okay, mehr zu der Geschichte, als wie die meisten immer wissen. Also ich weiß zumindest. Mhm. Ich glaube, das wird eine ganz interessante Geschichte, wenn das mal dann verfilmt wird oder wenn man da mal mehr Zugang zu hat. Ja, nee, aber da war ja erstmal nicht so viel passiert. Ja, nee, dann ist meine Frage natürlich auch total blöd gewesen, weil hat ja dann mit Panama gar nichts zu tun, ne? Ja, da war ich auch schon wieder. Ich dachte, das ist mit Panama. Aber sag mal trotzdem, wo müssen wir hin? Was müssen wir unbedingt sehen? Also Kuba, glaube ich, musst du ja erzählen, warum das, also wollte ich dich ja fragen. Macht er jede Folge, erzählt er uns so. Ja, viel. Aber... Haben wir nicht abgesprochen. Aber er hat nicht so richtig erzählt. Ja, ich lasse ihn immer nicht, ne? Warum? Komm, Frank. Warum? 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 Warum Kuba? Keine Ahnung. Also wir haben ja kurz im Auto gesprochen und ich weiß es wirklich nicht. Es war ein Kindheitstraum von klein an. Wir hatten die Theorie aufgestellt. Wir hatten ja früher im Osten immer nur die Kuba-Orangen. Dass man das vielleicht so verinnerlicht hat. Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle war Kuba für mich immer ein Traum. Und als ich da war, hört sich an, darf man das nicht? Gab es auch Bananen. Ja, aber das... ich war auf Kuba, war kein normaler Tourist. Ich habe einfach in dem Hotel am Stadtrand gewohnt und wir haben viel erlebt dort, viel zu Fuß gemacht und das Land Leute kennengelernt und das war für mich so beeindruckend und deswegen, ich möchte bald wieder hin, wenn wir dann reisen dürfen und möchte schauen, wie es denn Jahre später noch aussieht da und ja, also Kuba kann ich wirklich mega empfehlen. Wer als Touristin reisen möchte, der sollte nach Varadero fahren, da hat er weiße Strände. Mhm. Wer Land und Leute kennenlernen will, wer wissen will, wie man Zigarren dreht und wie man rumbraut und so, der sollte lieber... Braut und Land und Leute. Und tanzen tun die dann, ne? Also wenn ich das jetzt so vergleiche mit an jeder Ecke so, manchmal dann machen die in Kolumbien, habe ich das so oft gesehen, wie wenn die manchmal einfach Mittagspause, die machen den Kofferraum auf, da haben die so wie wir früher... sozusagen diese Hintersitze draußen rausgenommen und Boxen eingebaut und dann tanzen die einfach vor ihrem Auto. Dann suchen die oder haben da eine oder finden eine, weiß ich nicht, und dann tanzen die einfach für eine halbe Stunde und dann steigen die wieder in ihr Auto und fahren weiter. Das ist die Mittagspause bei denen. Tja. Das war schön in Havanna. Das war wirklich, also die ganzen kleinen Gassen und die Kneipen da und dann überall und immer war Musik da. Es war immer Musik im Spiel und du hast eigentlich gar keine Chance gehabt, schlechte Laune zu kriegen, weil... Also ruf mich, sag mir Bescheid, wenn du fährst. Ich komme mit. Oder vorbei oder so. Dann werden wir was erleben. Oh, je, je. Aber ich bleibe meistens Havana, nur 10 Tage. Mojito, ole. Siehst du, jetzt geht's los. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mehr kann ich nicht. Ich meine, Spanisch kann er ja, dann könnte man sich ein bisschen gut da verständigen. Ne? Das ist natürlich genial, ne? Aber. Ja. Dos cervezas. Das kann auch noch jeder. Du noch zwei Bier, würde ich sagen. Zwei Bier, ne? Ach komm, das kennen sie. Sprichst du mehr Sprachen? Ne? Also Spanisch, Deutsch, Englisch? Und ich bin am Französisch dran, aber es ist noch... Pass auf, dann kannst du jetzt mal, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, aber da hat sich keiner gemeldet. Du kannst jetzt mal, und jetzt überprüfen wir das gleich, wie es um dein Französisch bestellt ist. Ah, nee. Du kannst jetzt mal bitte fragen, wer da unser französischer Zuhörer ist. Wir haben ja einen französischen Zuhörer. Ja, habe ich gehört. Nee, so weit bin ich noch nicht. Ich bin noch bei Bubble ganz zu Anfang. Ja. Na gut, okay. Dann kommst du zur Folge 105 nochmal zurück. Ja, da müssen wir uns jemanden einladen. Oder ihr euch. Ja.
Zur 100. Folge sowieso. Aber in der 100. Folge will ich nichts mit Französisch. Also es war ganz schwierige Zeit in der Schule für mich. Hat sich die nicht gemeldet? Nee, hat sich noch nicht. Er oder sie hat sich noch nicht gemeldet. Aber das war ja auch die letzte. Nee, hat er das ja schon gesagt. Ne? Bitte melden. Ja. Hat sie, ist sie nicht so treu. Also die wird sich schon noch melden. Ich kann übrigens etwas eingrenzen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es ist direkt an Paris dran, ist aber so leicht nördlich. Ein Vorort. Ja, sozusagen. Was hattest du geschrieben? Clichy? Oder? In Clichy, genau. Das ist so nennt sich der Ort. Das ist direkt Training. An Paris mit dran. Ja. Krass. Ich bin gespannt, wer sich dahinter versteckt. S'il vous plaît. Melde dich. Vielleicht ist es aber auch irgendjemand, der einfach mit einem VPN-Blocker sich einfach aus Frankreich ausgibt. Man weiß es nicht. Ja, glaube ich, andere. Was steht als nächstes an? Jetzt mal der Sommer kommt, irgendwie bei uns auch mal an, vielleicht. Sonntag war ein schöner Tag. Jetzt geht's, glaube ich, los. Auch die Gastro soll aufmachen. Genau, toi, toi, toi. Pfingstsonntag, ne? Ja, habe ich auch gelesen. Das heißt für dich, es geht los, du. Ich hoffe. Ja. Mal irgendwo. Als Kellner oder? Ja, falls das jemand hört, ne? Irgendwie eine Strandbar. Oder, also Supreme, also im Igerpark wird ja auch viel, oder wird ja diese Wakeboard-Anlage. Ja, da wird, da passiert. Oder Wasserski-Anlage endlich, auch endlich mal, ne? Ja, schön, dass wir so, dass das auch, dass man ein bisschen Aktivitäten hat. Ja, es sollen auch viele Konzerte stattfinden. Ja, Picknick-Konzerte und sowas, alles, wo du dann mit Decke hinkommst und so. Ja. Fritz Kaltbrenner, also mein Lieblings-DJ, einer meiner Lieblings, ist ja der Paul Kaltbrenner aus Berlin. Okay. Kommt jetzt wahrscheinlich nicht, aber den Fritz sein Bruder, gesehen. Der war ja auch schon mal hier, den habe genau. Ich verpasst, den würde ich ihm gerne. Das war aber cool. Das war glaub so eine ich. Schöne, das war, glaub, ich glaube, das war sogar der Sonntagabend, das war der letzte Tag von unserem 4-5-tägigen Stadtgeburtstag, das war ja der Hansetag hier. Und das war so ein schönes Abendwetter. Es war irgendwie so, weiß ich, von 20 bis 21 Uhr oder so irgendwie in den Dreh war es. Die Sonne ging schon so leicht schummrig, war sie so am Untergehen. Ach, war das Open Air? Das war Open Air, ja. Ah. Also, das, was wow. Ich meine, vielleicht war er ja auch nochmal so da. Das ich war dachte, 2018. Ja, nee, das glaube ich ist es. Das ja. Kommt hin. So da vor drei. Auf draußen. Ah. Riesengroße Bühne. Cool. Und das war toll. Kann man sich anhören, sagst du? Ja. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, er singt ja das, was da so an Gesangsparts ist, das singt er ja selber. Wer sollte er sonst singen? Ja, weiß ich ach so, nicht. Achso, ja, irgendwelche Background-Sänger. Ja, weil er ja halt die DJ so. An sich ist, ne? Ja, ja. Das singt er selber. Wusste ich auch nicht. Und live singt er das halt auch selber, ne? Dann hat er da seinen Mikrofonarm vor seinen, dann dreht er da an seinen Reglern rum und dann singt er halt. Ach, schon cool. Andere hören Stimmen und er singt sie. Und hier deine deine Lachaktionen, die werden ja, kommen ja auch dann. Ja, Rostock lacht. Rostock lacht, genau. Und wir haben viel vor mit Rostock lacht. Darf ich schon Kurhaus. Machen? Ja klar, also wenn du was, wenn du, auch, wenn du auch mir jetzt was Neues erzählen kannst, ja. Dann bitte. Also weil die Kurhaus, ja, die war so, also die Location ist ja so warst cool. Du da auch? Der Kurhausgarten. Ich wollte, also ich musste arbeiten. Irgendwie. Aber dann hast du bestimmt. Also ich stand davor. Die Nummer. Und ich stand wirklich, das weißt du gar nicht. Ich hätte ja, war ja auch ausverkauft, glaube ich, am Ende. Wir waren gut. Aber ich war so kurz davor, dich anzurufen, aber ich war eben auch schon so spät. Ich habe naja nur noch, ich bin da, ich musste arbeiten irgendwie und bin dann aber 22 Uhr da vorbeigefahren und habe den Applaus gehört und das Lachen und habe mich dann draußen irgendwie noch hingestellt. Und da war es aber schon so spät, sonst hätte ich dich vielleicht versucht anzurufen, ob ich da nicht noch reinkommen kann oder so. Aber ja, also, das war eine. Das ist eine coole Location. Eine also coole gerade. Vor allen Dingen so in meiner Abendsonne. Man muss halt immer nur gucken, bei der ersten Veranstaltung bei Benny Stark hatten wir halt Regen gehabt bis so 19:30 und dann 20 Uhr ist er aufgetreten. Da waren wir nicht so viele Besucher da, aber die da waren, haben es nicht bereut. Und dafür kam er dann nochmal im Winter wieder, im Herbst kam er wieder im Dock-In, das war sehr schön. Wir haben eine neue Location aufgetan mit Frank Mittendorf, dem Center Manager des Warnow-Parks. Rostock lacht wird das erste Mal im Warnow-Park stattfinden, am 31.07. Und zwar kommt Ole Lehmann aus Berlin. Ist er zu Berliner Gast? Berliner Schnauze. Ja, genau. Das ist ein sehr interessanter Gast. Werden wir bestimmt auch einen Podcast machen mit ihm. Eine Sonderfolge. Klar. Ne, definitiv. Und dann habe ich natürlich den, das wird lustig, den Kracher an Land gezogen. Oh, jetzt Jürgen von der Lippe. 28. August. Nee, Jürgen von der Lippe ist es nicht. Ah. Aber ich bin dran, das weißt du, das habe ich versprochen, das mache ich. Sehr gut. Also am 28. August, ist auch wieder ein Samstag, da kommt Ingo Appelt. Kennst du den? Klar. Okay. Ich kenne ihn sogar noch, so alt bin ich dann auch schon hier mit seiner, Mickey-Maus-Frisur vorne. Die fand ich auch mal cool. Den hat er ja mittlerweile gar nicht mehr, ne? Ja.
Dann habe ich im Oktober nochmal Benny Stark, aha, weil er so cool eingeschlagen ist. Und zu Weihnachten, was ganz Besonderes, Weihnachten mit C. Heiland. Nochmal. Oh, wie schön. Also der war auch schon mal da, oder nicht? Der war schon zweimal da. Ne? Einmal im Dock-In und einmal im Kurhaus. Das wird ja dann richtig besinnlich mit dem Heiland. Und mega. Und für nächstes Jahr haben wir schon... Dock-In ist auch eine coole Location. Ja. Die machen ja echt viel, viel gute Sachen. Das ist sehr schön, auch sehr, sehr, sehr... Ich fühle mich da echt wohl. So, ne? Aber gemütlich. Ja, wenn die wieder aufmachen dürfen, dann würden wir auch gucken, dass wir da in die Richtung wieder mit reingehen. Ne? Aber ja, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Die genauen Daten erfahrt ihr dann auch in den Shownotes oder auf der Facebook-Seite Rostock lacht. Instagram sind wir auch mit Rostock lacht. Also perfekt. Also ich freue mich, weil Lachen ist gesund, gerade in dieser Zeit. Das ne? Und da brauche ich den Humor auch wieder. Und was ich nur sagen wollte, für nächstes Jahr haben wir schon Dave Davis. Auch ein toller Künstler und bin ich sehr gespannt drauf, wie das so wird. Und ja, und ich und mein Team, nee, mein Team und ich. Yeah, na, so, jetzt habe ich aufgepasst. Na, guck, ich habe heute mit Vorurteilen über Kate Moss aufgeräumt. Ja. Du hast gelernt, dass der Esel zuletzt kommt. Ja, wir arbeiten fleißig. Also ich habe es in die Wege geleitet und das Team setzt es dann um mit mir zusammen. Liebe Grüße mal an das tolle Team. Ne? An das tolle Team. Also wir grüßen unseren Techniker Kai, der auch ab und zu mal reinhört. Oh, jetzt hast du das Pass aufgemacht. Wenn du jetzt einen vergisst. Ich habe hier ganz allgemein gesagt, liebe Grüße an das Team. Und deine Tochter, die werde ich aber mal jeder grüßen. Jeder hätte sich angesprochen gefühlt. Aber jetzt musst du sie alle nennen. Ich grüße auch Biene und Steffsche, die immer ganz, ganz fleißig sind. Und Patrick, der sitzt ja hier, den brauche ich nicht grüßen. Patricks Frau? Ne? Ja. Die hat hier tolle Weintrauben auf dem Tisch gestellt. Die hält ihm immer den Rücken frei. Und die hat mir einen tollen Tee gemacht. Also muss ich sagen, der war wirklich sensationell. Oh, letztens hat sie mir einen Ingwer-Tee. Ich hasse Ingwer. Echt? Oh, das ist gut für dich. Aber die zweite Hälfte hat sie dann getrunken. Ingwer haut gut rein, finde ich gut. Ja, ich weiß, der gesund, aber nicht meins. Nein, aber ganz liebe Grüße ans Team. Also... Und die ganzen fleißigen Helfer noch drumherum. Und ohne euch wäre das immer alles nicht möglich. Und wir freuen uns drauf. Und ja, das zum Thema Rostock lacht. Wen wolltest du noch grüßen? Moritz, wenn man trotzdem lacht. Ich wollte deine Tochter grüßen. Okay. Weil das machst du ja sonst immer. Aber ich kenne sie auch. Und wir haben uns ja nun lange nicht gesehen. Die Kleine und ich. Also klein, wahrscheinlich schon wieder größer. Ja, ein paar Millimeter. Also schöne Grüße. Auch im Namen von Frank jetzt. Ja. Ja. Liebe Grüße vom Papa. Genau, sagst du. Ja. Liebe Grüße vom Papa, von deinem richtigen Vater. So, schön. Was haben wir noch? Ja, also... Ingwer mal essen. Also das, was da drauf ist. Das ist noch schlimmer. Ja, ich weiß, es ist gesund. Aber können wir das rausschneiden? Das desinfiziert. Leute, vergiss es. Oh, bitte nicht. Nur weil Jens die ganzen Länder bereist, muss man kein Ingwer essen. Also nein, also ich weiß, dass Ingwer gesund ist, aber essen würde ich es auch nicht. Ich hau mir das ins Essen doch, rein. Doch, musst du einmal... Das ist dein ganzer Krach. Also ich koche das gerne mit. Ich schneide mir so Scheiben. Du kochst das? Ja, dann haue ich das in so meinen Gemüsetopf rein. Also wenn ich es esse. In meinen Gemüsetopf rein und dann sammle ich es aber hinterher wieder raus, weil dann ist es doch ein bisschen zu scharf. Aber mit dem Tee habe ich auch schon. So Ingwer, Heißwasser drauf, ein bisschen Honig. Ja, das mega. Zitrone. Zitrone auch rein. Aber jetzt kommt ja der Sommer. Ja. Genau. Gibt's was? Was kannst du uns empfehlen für den Sommer? Was sollen wir machen? Wo sollen wir hin? Na, also... An Strand. Ja. Was Besseres, also man braucht nicht, also im Sommer brauchen wir nicht wegfahren, sage ich immer. Da kann man hier bleiben. Wo geht's denn nächstes Jahr im Oktober, also dieses Jahr im Oktober hin? Weißt du das schon? Oder? Ja, dann oder? Ist es hier. An sich habe ich ja abgebrochen. An sich müsste ich wieder zurück. Schon das dritte Mal jetzt hintereinander. Aber ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin immer nach Lust und Laune abhängig. Aber schon mir fehlt noch so viel. Also wenn man erstmal anfängt, dann sieht man halt, also Peru, Brasilien habe ich nicht. Also da ist alles noch offen, da die ganze Bolivien, also. Viel, da ist ja noch. Und Nicaragua will ich unbedingt nochmal. Also, das ist noch von letztes Jahr aufgeschoben, sozusagen. Guatemala. Also, du kannst. Also, an sich brauche ich da ein paar Jahre wahrscheinlich, wenn ich das alles. Ganz kurz, hat man da nicht ein bisschen Angst auf, wenn man da so hinfährt? Weil man liest ja auch mal, ja, Nicaragua, Bürgerkriege und auch diese ganzen mysteriösen Geschichten. Nicaragua ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Über Mexiko habe ich das gelesen. Meine Tochter wollte das, hatte nämlich da sogar so einen Volunteer-Job. Und da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Da habe ich dann sogar das ausländische Amt hier in Deutschland warnt davor, dass in Mexiko so viele Sachen auch passieren. Ui. Und das war das Mikro. Das war das Mikrofon. Und da habe ich ihr das mehr oder weniger so ausgeredet, gesagt: Mensch, guck mal, Costa Rica ist auch schön. Und da hat sie aber ihren Surfcamp da nicht gehabt. Und am Ende war ich denn dieses Jahr wirklich tatsächlich in Mexiko selber und
Es ist halt wie überall, wie auch in Berlin. Oder du musst halt gucken, dass du aufpasst. Mhm. Aber also ich habe bis jetzt das nicht so gefährlich empfunden, wie es manchmal in der Presse sozusagen rauskam. Also Nicaragua, diese schlimmen Zeiten, die waren, sind, glaube ich, auch schon lange vorbei. Kolumbien, wie gesagt, da war ich ja 3 Monate jetzt. Jetzt ist es wieder leider, ist es ja böse da gerade, ist ja fast Krieg. Aber ist auch viel eine Kopfsache so, ne? Weil ob ich Angst, also Angst ist ja dann immer so das Stichwort, habe ich Angst oder nicht? Ich war mal mit einem Kumpel in Marseille, im Flughafen Marseille gelandet. Und Marseille ist ja jetzt überhaupt nichts, wo man irgendwie denkt, Europa, da ist, ne? Ja. Also gar keine Bedenken in die Richtung gehabt. Und dann sind wir, weil wir auf der Karte gesehen haben, dass das Hotel eigentlich fußläufig erreichbar ist und wir mussten sowieso noch ein bisschen Zeit totschlagen, um den Eincheck-Termin irgendwann erst haben zu können und so weiter. Und dann sind wir vom Flughafen dahin zu Fuß, nee, nicht vom Flughafen, der ist ein bisschen außerhalb, aber vom Bahnhof, so, Bahnhof ist richtig, sind wir zu Fuß hingegangen. Und wie gesagt, keine Gedanken vorher gemacht. Und dann so beim Gehen haben wir so festgestellt, ey, wir laufen hier gerade durch so ein richtig fieses Marseille-Viertel. Und dann habe ich mich im Nachhinein, als der Urlaub dann auch vorbei war, wie wir zu Hause waren, mich nochmal ein bisschen über Marseille so in diese Richtung informiert und festgestellt, in Marseille, da kann einiges gehen. Ich glaube, Marseille ist eine harte Stadt. Nicht nur Fußball. Und dann sind wir da mit unseren Rollkoffern, haben natürlich das ganze Viertel mit den Koffern so. Das ist auch noch. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, eigentlich ganz gut, dass wir das. Aber wie gesagt, das ist eine Kopfsache, ne? Wenn ich halt mir keine Gedanken mache und dann wird auch nichts so schnell passieren wahrscheinlich. Ja. Und einfach durch da, ne? Würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen, weil jetzt habe ich mich informiert, habe natürlich so eine Informationsangst, so was könnte ja. Es wird gewarnt, aber ja, man muss es mit dem Kopf ausmachen, aber ich habe an Marseille nur gute Erinnerungen. Nee, habe ich eigentlich auch, weil ist ja nichts passiert, aber das... BVB gewonnen, oder? Ja, 2013. Ach, krass, ich wusste, dass das irgendwie damals wieder. Kevin Großkreuz macht das 2-1 und wir sind Gruppensieger und das war das Jahr, wo wir dann im Champions-League-Finale waren. So. Wollte ich nur mal erzählen? Gut. Wir haben es an sich gut geschafft, diese Sendung vom Fußball wegzunehmen. Ja, ja. Aber ganz kurz, Fußball. Du hast auch gespielt. Ja, ich habe damals hieß das ja TSG Bau und jetzt ist das Rostocker FC. TSV Grün-Weiß noch kurz. Grün-Weiß. Da war ich ja noch. Ja, also in der da E-Jugend. Warst du ja doch. In der E-Jugend. Da warst du ja doch. Ah, in der E-Jugend, okay. Ja, und dann, weil die waren ja an sich immer ganz. Also Kreisliga waren die ja nie. Nee, die waren ja gut. Da war ich ja oder nicht. Hatten die noch eine zweite Mannschaft? So, Patrick. Er sagt nichts mehr. Ich könnte jetzt die ganze Geschichte, meine ganze TSV Grün-Weiß-Geschichte erzählen, mache ich aber nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Die waren ja, das wissen, glaube ich, die wenigsten, die waren damals DDR-Liga, also zweite Liga. Ja, das stimmt. Deswegen war ich an sich. Sollte ich an sich auch pro, also ich sollte nur meine Ausbildung machen und dann nur so 2-mal die Woche in Betrieb gehen. Aber Hansa war kein Thema für dich? Nee, hätte ich gerne, aber... Die wollten dich nicht. Du wolltest nicht. Ich glaube, weiß ich nicht, also es kam nicht zustande. Ich glaube, zu Anfang waren es meine Eltern. Warst du so gut? Ich war nicht kreis. Also man munkelt so, dass er ein guter ist. War, früher. Also, also jetzt ist ja alter Herrn. Ja, beim RFC bei, immer noch? Nee, da? Bei Motor Neptun, ne? Motor Neptun. Auch nicht, also auch nicht mehr. Jetzt, wo ich wieder nach Lichtenhagen gezogen bin, bin ich jetzt, oder noch gar nicht, aber dann wahrscheinlich wieder bei Elmhorst. Mm. Oh Gott. Ich habe ja nur ein Fahrrad, ne? Ich muss halt gucken. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz, ihr müsst kurz weiterreden. Ich muss jetzt mal in meine App gucken, ob Elmhorst. Die sind. In der U40. U40, genau. Ach ja, stimmt, du bist ja schon. Ja, er spielt U40. Das ist eine ganz andere Liga, aber es ist eine ganz interessante Liga, muss man mal sagen. Also ist das Niveau, ist da wirklich. Ah, ich freue mich auch schon auf U40. Ja, dann spielt man wieder Kleinfeld. Hast du noch ganz viele Jahre vor. Ja. Obwohl, das sind noch ein paar Jahre hin. Das bis Niveau dahin, ist da wirklich erstaunlich, wirklich, wirklich hoch. Das glaube ich. Da trifft sich dann so alles, was richtig Fußball spielen kann, sozusagen. Ja. Oder mal konnte. Das glaube ich auch, wenn ich das. Ich bin ja als Schiedsrichter unterwegs. Und die Schiedsrichter sind dann auch immer noch wichtig, was ich immer manchmal ganz. Was mir fast peinlich ist, oft, ne? Bei, sagen wir mal, erwachsenen Männern. Und dann siehst du, und die Schiedsrichter sind ja auch erwachsene Männer, aber manchmal sind es ja auch ganz junge Burschen. Mhm. Und da ist manchmal ein Ton und überhaupt ein Ehrgeiz an der ganzen Sache, den ich. Gott sei Dank, glaube ich, nicht habe. Also da sind wir wieder bei der ersten Folge. Ja. Der hat ja, der,
wir sind ja gute Freunde, aber so, wenn wir uns auf dem Platz begegnen, da kriege ich ein kurzes Hallo. Aber ein Lächeln ist er, glaube ich, erstmal nicht mehr drin. Ja, ja. Er ist nach dem Spiel wieder. Ich hab das ja in der Folge auch angedeutet. Mich hat Olli auch mal so ein bisschen nur angemotzt. Also jetzt nichts Schlimmes, ne? Ganz normales Fußball. Angemotzt, hast du noch Glück gehabt. Ich fliege immer durch die Gegend da bei ihm. So, Olli, wenn ich nicht rechtzeitig wegkomme. Wir haben doch gesagt, wir wollen uns nicht über andere lustig machen, aber ey. Oder schlecht reden. Ich habe auch mal RFC, alte Herren, gepfiffen. Da hat er mich auch ganz schön. Naja, egal. Ja, aber wie hat er gesagt, völlig zu Recht, auf dem Platz ist Ehrgeiz. Ja. Und mehr als Ehrgeiz ist es ja dann bei Olli auch nicht. Er ist ja immer noch fair. Ja, nach dem Spiel ist dann immer, das ist ja immer das Schöne. Versteht sich auch so. Aber das, so sollte es ja immer sein. So, aber ich musste trotzdem recht geben, das Niveau ist echt auch in der Ü40 echt stark. Ich habe das auch schon ein paar Mal pfeifen dürfen. Dank Corona habe ich ja lange Pause gehabt, aber nee. Und da kommen schon ein paar Spielzüge zusammen, ne? Ja, das ist schon interessant. Delikatessen sieht die man können schon Fußball spielen zum Teil. Manche, ja. Und also, die meisten sogar, ja. Alles das, was ich nicht kann. So. So, jetzt haben wir wieder uns beim Fußball noch ein bisschen verschwatzt. Nee, das war der Fußball. Gibt es sonst noch was Schönes zu erzählen von dir? Hast du noch eine von deinen tollen Fragen da auf deinem Zettel? Warte mal, ich gucke mal auf meinen vorbereiteten Zettel. Vielleicht habe ich ja was vergessen. Jens hat sich ich bin Zettel ja der Einzige hier ohne Zettel. Ja, ich weiß. Ich merke mir meine Fragen auch schon. Aber nee, wir haben alles. Wir haben ja Meilensteine. Ach, die Robben wollte ich noch erwähnen. Oh. Die sind ja auch DDR, also deutscher Meister und dann so auch so in der Champions League oder so unterwegs. Ja. Ne? Ja. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, so was alles Gutes aus Rostock kommt. Aha. Ja. Also. Haben wir es erwähnt. Aber da sind wir wieder beim Fußball, da dürfen wir ja. Nee, haben wir jetzt. Dürfen wir nicht mehr. Wir wollen ja, toi, 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 dass die alle dürfen. Sind ja olympische und paralympische Spiele vor der Brust. Ja. Auch da haben wir natürlich durch unseren 2-Wochen-Rhythmus nicht die Zeit, alle vorzustellen und würden wahrscheinlich auch nicht alle kommen zu uns. Aber auch da gibt es eine ganze Menge Sportler aus Rostock, die da irgendwie in unterschiedlichsten Sportarten beteiligt sind. Und dann sind Reno und Felix, unsere Goalball-Freunde, ja nur die Spitze auf dem Eisberg sozusagen, weil wir die jetzt besonders gut kennen. Also, ja. Aber auch eine interessante Geschichte. Vor allen Dingen kennt die vielleicht nicht die Geschichte gar nicht so viele Leute wie ihr, zum Beispiel Schenk oder wie heißt unsere Läuferin? Marita Koch. Marita Koch, genau. Ja. Aber wir haben schon ein paar. Wir haben schon ein paar. Vor seiner Zeit. Internationale. Der Name sagt mir noch was. Ja? Die hat ein Laufschuhgeschäft in der Stadt, glaube ich. Ist es nicht ihres? Ja, hatte sie mal. Also, hatte sie mal, genau. Ja, und, aber von wo wir bei deiner Freundin sind. Wieso? Die Lauf, Damenlaufgeschäfte, Mandy. Ja. Ich habe schon gedacht, Bekannte. Ah, Bekannte. Naja, ja, mein, also ja. Das ist ja. Ja. Nee, nicht schlecht. Ja. Nee, mein Zettel ist auch abgearbeitet. Cool. Ich habe keinen. Frank? Geil. Nee, zum Schluss. Der Einzige, der sich vorbereitet. Also wir haben der nächste Gast wird David Striso. Ja, ich schreibe den an. Genau. Also nicht der nächste in der nächsten Folge, sondern wir werden ihn bald hier bei uns sitzen haben. Das versprechen wir. Du hast gesagt, wir sind der beste Podcast außer HRO. Mindestens. Und wenn nicht, der, für den ich jetzt eingesprungen bin. Der ja sowieso, denke ich mal, ne? Dass das klappt. Die, genau. Kathi Hoffmeister hatten wir ja auf dem Plan. Liebe Grüße, die hat leider einen ganz wichtigen Termin kurzfristig. Das hat höchstwahrscheinlich mit diesem MV-Gipfel, der gestern, wir nehmen am Mittwoch auf, tagte. Ich vermute mal, dass es vielleicht damit zu tun hat. Dass geben sie ja das okay für Vereinssport. Da regen sich ja gerade viele auf. Was ja auch. Ich auch. Wir warten ja alle drauf. Ja. Also nicht nur die Ü40, sondern auch die Männer, ne? Die also, dürfen auch nicht spielen. Falls Entscheider aus der Ebene mithören, macht den Vereinssport zumindest draußen schon mal auf. Genau. Ja. Das Wetter wird schön, wir können alle wieder raus. Ja. Und alle, die jetzt sagen, nicht nur draußen, auch drin, das machen wir dann im nächsten Schritt, aber wenigstens erstmal das, was wahrscheinlich gar nicht so. Ja, und macht die Fitnessstudios wieder auf. Wir brauchen das. Du doch nicht. Nee, ich nicht. Das kannst du auch im Wald, wenn du, das ist nur eine eigene Motivation. Wir haben auch Bekannte und ich kenne da auch einen ganz gut. Und das ist halt nicht schön, wenn die halt zubleiben, weil das sind ja. Ja, Sport ist auch einfach, ne, das, für Körper, also für Geist auch. Aber gerade die Fitnessstudios haben ja so vorgesorgt, die haben ja sich so viel Mühe gegeben mit Abstand, mit Hygiene und so. Und gerade da sollte man einfach sagen, ja, öffnen. Und da gibt es schon Leute, die aufpassen. Ja. Vor allen Dingen, Sport ist ja auch gesund. Also wir machen uns ja gesünder, stärker, also resistenter sozusagen. Also naja, aber lass mal, da könnten wir zu viel. Eine letzte Sache habe ich noch auf meinem nicht vorhandenen Zettel. Genau. Weil wir müssen uns ja die Arbeit fürs Hochladen leichter machen. Dein Spruch. Spontan. Was ist dein Leitspruch? Aber ich habe spontan. Sei spontan. Ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Ja, gut. Nein, aber ich habe ja nichts mitgebracht, weil ich ja auch nicht so viel habe.
Aber ich würde sonst, jetzt kommt's, habe ich mir auch spontan ausgedacht, aber schon auf dem Fahrrad, als ich, bevor ich in dein Auto gestiegen bin. Ich könnte eine Fotosession anbieten. Für eine Stunde, sage ich mal. Ob das jetzt Hochzeit oder ob das, also kann Hochzeit ja jeder. Hochzeit braucht man wahrscheinlich ein bisschen länger. Kann ne? Deswegen, Hochzeit ist nicht so gut, aber man kann gibt ja viel Fantasie, man die kann man ja, haben. Man kann ja sonst die eine Stunde einsparen und den Rest machst du dann halt. Genau. Kann man ja auch machen, stimmt. Können Sie hier erstmal eine Stunde anzahlen, sozusagen? Egal wie. Also irgendwas auch immer fotografiert werden soll, außer vielleicht zu Tiere, da bin ich nicht spezialisiert. Also muss ich sagen, so, weil deine Frau ja auch schwanger ist jetzt. Wenn ich das, also, wir sind jetzt ganz frisch im Wir. Man sagt ja immer so wir, ne? Ja, sowas gerade auch ganz noch machen, frisch in 8 aber Monaten so kleine angerissen. Kinder habe ich eben auch noch nie fotografiert. Das heißt, werde ich vielleicht nicht prädestiniert, aber so eine, also ich sag mal, eine Schwangere oder eben Pärchen oder eben. Oder wir können es ja auch ausweiten, einen Fotokurs. Ja. Also wer, also entweder wer fotografiert werden will oder wer, sage ich mal, mein Wissen haben will, was auch immer das ist, über Fotografie sozusagen. Einblick hinter die Kulissen. Kann da ja für einen guten Zweck irgendwas reinhauen. Ne? Ich würde aber auch sagen, also ich arbeite normalerweise nicht unter dreistellig für eine Stunde. Oder bei mir ist immer so ein 100 Euro naja, eine Stunde. Ja. Aber wie gesagt, was auch immer da rauskommt, ist ja für einen guten Zweck. Ne? Und, also machen wir eine schöne Fotosession, ein Fotoshooting. Und und obendrauf gibt es noch ein paar lustige Geschichten. Genau. Die, Kate Moss und Co. Genau, also was auch immer verlangt wird. Geil. Wunderbar. Oder alles zusammen, ne? Also haben wir ein schönes Fotoshooting. Aber die Geschichten kennt da jetzt schon jeder. Das muss ich mal drüber auf meinen Mund. Aber da gibt es so Weisheiten wie Vordergrund macht Bild gesund und wenn die Sonne lacht. Blende 8. 508, das muss ja noch, aber 500 ist diese Verschluss. ISO? Achso, nee, Verschlusszeit, ISO ja. Spielt man. Also es gibt schon ein paar Sprüche, aber am Anfang, ich mache ja weniger Fotos, sondern mehr Videos. Aha. Und häufig bin ich ja mit meiner Systemkamera unterwegs, die ja für, mit der Drohne. Ja auch, aber die ja für den Otto-Normalverbraucher wie ein Fotoapparat aussieht, was es ja eigentlich auch ist. Mhm. Und dann denken die Leute immer, ich mache Fotos. Und dann sage ich immer, nee, ihr müsst euch weiter bewegen, weil Videoaufnahme und die Leute stehen alle still, ist immer doof. Und insofern habe ich ja mit diesen ganzen technischen Sachen ein bisschen weniger zu tun. Sie sind da nicht ganz so entscheidend. Aber am Anfang stand ich da auch wie vor einem böhmischen Dorf. Oder wie sagt man, ne? Also ja. ISO, Blende, Verschlusszeit und. Aber man kommt da dann langsam rein. Es ist manchmal rein. Gar nicht so vorteilhaft, wenn man sich zu doll auf die Technik konzentriert. Ist auch nicht so schwierig, aber die Technik hemmt ja viele auch. Und du sollst ja an sich kreativ sein. Und das Gute ist ja heute wirklich, du kannst ja alles auf Automatik oder Halbautomatik laufen lassen. Zumindest werden die Sachen nicht schlecht. Wenn du. Sie sind dann immer ja, gut. Heutzutage. Erstmal immer gut und du kannst dann mit deinem eigenen Wissen nochmal sehr gut draus machen. Das ist eben, wenn man es weiß, ne? Schön. Wunderbar. Mir hat's gefallen. Mir auch. Also, was ist denn die Zeit? Mir kommt 1:32. Mir kommt das viel weniger vor, weil ja. Muss ich ja auch mal sagen, man kann ja ehrlich sein, ich habe ja alle Folgen gehört und man hört und hört und es ist, also im Vergleich zu, sage ich mal, dem Podcast, den ich sonst immer höre, der immer so unter einer Stunde ist, es ist dann halt auch irgendwann lang und die Konzentration, so wie auch beim Fußball, lässt dann ja auch nach. Wir haben jetzt eine Spielzeit und es ist gerade. Aber 1:30 ist ja wie 90 Minuten. Ne? Genau, jetzt sind wir in der Nachspielzeit. Also, das ist ja mal ein Standard. Oh, jetzt sind wir schon wieder beim Fußball. Jetzt hauen wir raus hier. Wir machen Schluss für heute. Also, aber es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du nicht nur überhaupt gekommen bist, sondern auch jetzt ein bisschen spontan. Ein bisschen ist eigentlich gut, ne? Aber vielen Dank. Ja. Ja, können wir noch dazu sagen? Vor 3 Stunden. Klingelt das Telefon. Ich war noch auf Arbeit. Ich so, Frank, was schnell, was gibt's? Ja, heute um 3. Ja, sage ich, alles klar. Ja. Das ist so und so cool. Mache ich es am liebsten. Also so macht es noch doppelt so viel Spaß. Als hätte ich es geahnt. Ne? Sonst wunderbar. Hätte ich bestimmt eine schlaflose Nacht gehabt. In diesem Sinne wünschen wir alle euch, wir hoffen, dass ihr einen schönen Herrentag hattet. Genau. Weil wir ja erst Freitag kommen und das ja. Wir feiern rein. Ach, diesen Freitag kommt das schon? Ja. So schnell bist du. Genau. Ja. Genau. Das ist ja echt spontan. Ja, aber selbst wir sind spontan. Also, wir hoffen, ihr hattet einen schönen selbst Tag gestern. Ihr seid coole Jungs, muss ich hoffe, ich auch dass mal ich den Donnerstagabend auch sehr gut überstanden habe, dass ich am Freitag früh aufwache mit dem Pokal in der Hand. Ich würde es mir wünschen. Ah, ich hätte es verdient.
Und ich spiele auch gut im Moment, muss ich mal sagen. Also die Chance so, Leute, kommt. Nicht schlecht, aber wir, wir schweifen vom Thema. Aber die Leute können ja ausschalten. Ja, genau. Nee, machen sie ja nicht. Ist ja offiziell jetzt Schluss. Nee, und jetzt kommt die Fußball. Jetzt kommt noch eine Stunde Fußball hinterher. Kommt die Werbung. Hansa ist ja, kann ja auch, jetzt habe ich gehört, am Samstag schon Meister werden, also aufsteigen. Wenn alles gut läuft. Also, liebe Zuhörer. Ach, jetzt, so. Es wird jetzt, der Knopf Sinne, wird gleich gedrückt. Genau, er fährt dich runter. Liebe Backstager, wir müssen uns noch einen Namen für euch überlegen. Ja. Also, vielen herzlichen Dank. Habt eine tolle Zeit. Schönes Wochenende, schönen Wochenstart, schönes Wochenende danach. Und dann sind wir ja auch schon fast wieder da. Genau. Adios. Adios. Vayas con Dio. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Haut rein. Vaya con Dios heißt das, glaube ich. Ist egal. Das Bier wirkt. Haben wir noch eigentlich Werbung? Noch Zeit für eine Werbung? Nein. Also das Bier schmeckt. Tschüss. Aber es ist alle. Macht's gut. Tschüss. Dieser Podcast wurde präsentiert von Tempel Media und Daylight, die Agentur.